Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte on Jungle Drum Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Heute ist der 31. August 2013. Heute ist auch der internationale Antikriegstag. Und ich freue mich sehr, dass Freeman von Alle Schall und Rauch heute, genau wie am Donnerstag, Zeit gefunden hat, in unsere Sendung zu kommen. Herzlichen Dank, Freeman, und herzlichen Dank auch an unseren Techniker Jan, der das alles möglich macht, dass es diese Sendung gibt, dass ihr euch heute am Antikriegstag Zeit genommen habt. Ja, es freut mich sehr, wieder bei euch zu sein, und ich tue euch gerne auf den neuesten Stand bringen, was los ist, und beantworte gerne Fragen. Ja, du hast eben selbst auch eine Sendung gemacht. Ich nehme an, es geht um die Meldung von MINPRESS News, die auf einen Unfall in dem Vorort von Damaskus hindeuten. Ja, das ist eine der Sachen, die eigentlich sehr fast sensationell ist. Also, wenn ich das erklären darf, eine professionelle Journalistin, die also für Associated Press, BBC und vielen anderen großen Medien aus dem Nahen Osten berichtet, mit Namen Dale Gavlak, die schon seit über 20 Jahren tätig ist, ist nach Ghouta gegangen, also dieser Außenbezirk von Damaskus, und hat dort mit Leuten gesprochen. Und was dabei rauskam, ist einfach unglaublich. Sie hat nämlich erzählt, die Bewohner und auch die sogenannten Rebellen hätten ihr erzählt, dass das Ganze eigentlich ein Unfall war. Also es wurden Giftgasgranaten von Saudi-Arabien an die Terroristen geliefert, und weil sie nicht erklärt bekommen haben, was das überhaupt ist und wie man das bedient, haben die da aus Neugier rumgemacht, und auf einmal ist eine Giftgranate in die Luft geflogen, und das ist eigentlich das, was da passiert ist. Es ist in Anführungsstrichen ein Unfall. Ja. Das war ein Bericht. Entschuldigung. Ja. Bitte. Ein Bericht vom 29. August 2013, was sie veröffentlicht hat über MINPRESS News. Und mir scheint da eine mangelnde Kommunikation zu herrschen zwischen den Al-Nusra-Rebellen, die dieses Zeug wohl in ihrem Besitz gehabt haben, und anderen syrischen Rebellen. Es scheint ja daneben auch echte syrische Aufständische zu geben, wobei mir das Zahlenverhältnis nicht ganz klar ist. Naja, echte syrische Rebellen will ich sie nicht nennen, sondern es gibt, wenn man so will, diese total extremen Gruppen, die also Al-Qaida gesteuert oder verlinkt sind und von Saudi-Arabien und Katar finanziert werden. Und dann gibt es andere Gruppen. Es operieren ja da, sagen wir mal, 50 verschiedene Gruppen, die völlig autonom arbeiten und da ihren Terror machen. Und die anderen, in unterschiedlichen extremen Graden, ne? Und werden auch von verschiedenen Seiten unterstützt, ne? Die einen von der Türkei, die anderen Katar, die anderen von den Saudis und andere von der CIA und vom Mossad. Und die operieren aber mehr oder weniger parallel zueinander und tauschen sich nicht aus. Und was hier anscheinend passiert ist, ist Folgendes: Die Saudis haben diese Chemiewaffen an die Al-Nusra-Front geliefert, und die haben wiederum die sogenannten normalen Rebellen dazu benutzt, um die Waffen zu tragen und irgendwo zu verstecken. Jetzt haben diese sogenannten normalen Rebellen aus Neugier sich diese Waffen angeguckt und haben gesagt, ja, was ist denn das? Und dann haben sie vielleicht auf den falschen Knopf gedrückt, und dann ist das Ding in die Luft geflogen, weil sie nicht instruiert waren. Und so ist es überhaupt zu diesem Ereignis gekommen, wo so viele, der Teil der Bevölkerung, die halt da rum war, getötet wurde oder verletzt wurde, und unter anderem auch die Rebellen selber. Und das Ganze wurde aber dann der Welt verkauft als ein Angriff der syrischen Armee auf dieses Gebiet. Und so ist es mehr oder weniger, wie sie erzählt, abgelaufen. Und sie war vor Ort und hat das mit den Leuten dort besprochen.
Das scheint ja so, dass andere Rebellengruppen mit der Wahrheit ehrlicher umgehen als diese Al-Nusra-Rebellen. Die scheint man, deren Propaganda scheint man ja mit besonderer Vorsicht genießen zu müssen. Na, ich meine, es ist ja so, da sie ja selber jetzt Opfer dieses Giftgases wurden, nicht? Die Rebellen selber, weil sie halt nicht wussten, um was es sich da handelt, sind sie natürlich sauer und deswegen haben sie auch gesagt, wir wussten das gar nicht und sie hätten uns eigentlich informieren müssen, was wir da für sie verstecken und oder was immer rumtragen und so weiter. Und aus dieser Wut heraus haben sie halt gesagt, was da wirklich abgelaufen ist und wer dahinter steckt. Und das passt natürlich voll zu dieser Geschichte, die ich ja vor ein paar Tagen gebracht habe, wo ich gesagt habe, dass der Prinz Banda Chef des saudischen Geheimdienstes in Russland war und mit Putin gesprochen hat und ihm mit Terror gedroht hat. Und er hat ja geprahlt, dass er ja die Terroristen steuert und das passt ja voll dazu, weil das stimmt jetzt, weil hier ist ja die Bestätigung, dass tatsächlich Saudi-Arabien die Terroristen auch in Syrien steuert und sie sogar mit diesen chemischen Waffen ausstattet. Und wir haben ja hier Aufnahmen gesehen von Reportern, die mit der syrischen Armee in diese Keller gegangen sind, wo die Waffen gelagert sind. Und da wurden die Komponenten auch gefunden, also Fässer und Säcke mit Chemikalien plus auch Atropin. Das ist ja das Gegengift gegen diese Chemiewaffen. Die haben sie alle gefunden und auf manchen dieser Fässer stand drauf, Made in the Kingdom of Saudi Arabia. Also jetzt vervollständigt sich das ganze Bild. Dieses mit diesen Fässern, die man vorher schon gefunden hat, wann sind die nochmal gefunden worden? Ja, jetzt in den letzten Tagen. Wo die syrische Armee in Gebiete eingedrungen ist, die vorher von den Rebellen kontrolliert wurden, haben sie diese Lager entdeckt. Die Taz meinte, dass diese Bilder mit diesen Fässern Made in Saudi Arabia, dass das gestellt sein könnte, weil da hätte man auch Sachen gefunden mit Symbolen von Al Jazeera und dass man damit möglicherweise Katar ins Auswischen wollte und Saudi Arabien auch. Ich kann natürlich alles anzweifeln. Ich kann jetzt auch behaupten, wer immer das nicht glaubt, kann natürlich hergehen und sagen, ja, diese Frau Dale Gavlak, die arbeitet jetzt für die syrische Regierung. Ja, ich meine, da kann man kann ja alles anzweifeln. Nur es ist schon, wie will man denn diese Säcke, wo draufsteht Made in Saudi Arabia, die haben sie doch nicht, ja, haben sie die selber bedruckt oder was? Ich meine, das ist doch absurd, ja. Und wir wissen doch, wer hat denn ein Motiv überhaupt, die sogenannte rote Linie überschreiten zu lassen? Sicher nicht die syrische Regierung. Die wird nichts tun, damit Amerika einen Grund hat, sie zu bombardieren. Sondern sie werden eher das Gegenteil tun, aber die Gegenseite hat das größte Motiv, das zu machen. Und sicherlich auch nicht solche Rebellen, die befürchten müssen, dass durch US-Luftschläge eine größere Zahl Zivilisten da getroffen werden könnte in Gebieten, wo diese Rebellen Verwandte haben. Ja, so das ist dann es. Eher ausländische Söldner haben vielleicht eher ein Interesse oder Rebellen, die aus anderen Gebieten kommen. Außerdem tun sie ja die Bevölkerung ist ja eh schon gegen sie und wenn die Amerika zuschlägt, dann haben sie noch mehr gegen sie. Ja, weil sie natürlich die Schuld, die syrische Bevölkerung gibt doch nicht Assad die Schuld, wenn Amerika bombardiert, sondern sie werden den Terroristen die Schuld geben, ja, nicht? Und so. Mhm. Auf jeden Fall ist da was passiert, alleine schon die Tatsache, dass es ausgerechnet an einen Tag, nachdem die UNO-Waffeninspektionsteam da gekommen ist das losgegangen, zeigt doch, dass da was nicht stimmt, weil das ist ja richtig eine gepflanzte Geschichte gewesen. Das sind ja Dummbeweise, die da platziert wurden, um zu zeigen, wie böse die syrische Regierung ist und ausgerechnet vor den ganzen Inspektoren. Ja, also. Ja. Interessant finde ich. Jetzt gibt es ja eine neue Nachricht, das ist ja ganz aktuell. Und die neue Nachricht ist jetzt, dass
dass Obama beschlossen hat, keinen Angriff vorläufig zu machen. Ne? Das ist also die allerneueste Nachricht. Und dass also der Militärschlag aufgeschoben wurde. Er hat gesagt, sie haben beschlossen, ihn zu machen, aber noch nicht jetzt. Es kann entweder Tagen, Wochen oder Monaten sein. Nicht? Interessant. Außerdem, Entschuldigung, will er sich zuerst die Genehmigung vom Kongress holen. Das ist ein totaler Wandel, der jetzt plötzlich passiert ist. Und der Grund ist ganz einfach. Ihm sind die ganzen Leute davon gelaufen. Also England und so weiter, also die sogenannte Koalition der Willigen, die findet nicht statt. Ja? Und außerdem hat Putin auf den Tisch heute gehauen. Der hat gesagt, wenn Sie Beweise haben, dann sollen Sie sie doch vorlegen. Und wenn Sie es nicht können, dann gibt es sie nicht. Ja? Ich meine, der hat ganz klar ihnen den Tarif durchgegeben und offensichtlich muss Obama jetzt zurückkrebsen. Das ist interessant. Wir haben versucht, in dieser Sendung haben wir versucht, die Frau, Entschuldigung, ich bin vielleicht ein bisschen aufgeregt, sind ja spannende Ereignisse, von Windpress News und auch den einen Herrn, den sie zitiert hat, zu bekommen. So kurzfristig konnten die vielleicht nicht. Wir haben schon versucht, seit Freitag haben wir versucht, den Präsidenten vom Council on Foreign Relations zu bekommen. Es ist vielleicht ein ungewöhnlicher Schritt, aber wir haben uns orientiert daran, der Council on Foreign Relations, zumindest zwei Leute, die dort involviert sind. Ein Herr Matthew Krönig und auch ein Niall Ferguson haben noch im März, und davor, 2012 empfohlen, den Iran anzugreifen. Der gleiche Council on Foreign Relations hat am 1. Oktober 2012, ist er über seinen Schatten gesprungen, hat den iranischen Außenminister eingeladen und mit ihm kontrovers diskutiert, aber kontrovers und transparent. Und da haben wir gedacht, Mensch, die können auch Gutes tun, wenn sie wollen. Ja, was und heißt, haben wir gedacht, geht darum, sie bedrohen. Sie sagen halt, knickt ihr jetzt endlich ein oder müssen wir euch doch bombardieren? Wir haben gedacht, wenn die über ihren Schatten springen können, und wir haben damals ja selber empfohlen, den CFR zu verbieten, weil wir gedacht haben, Mensch, das werden doch nicht zwei Leute ausgesprochen haben und das nicht vom CFR bewilligt bekommen haben, sowas zu sagen. Wir haben heute ihnen auch die Interviewfrage gestellt. Wir wollen wissen, haben die mit Billigung des CFR das damals gesagt? Wir wollen es nicht unterstellen. Wir sind über unseren Schatten gesprungen, sind auf sie zugegangen. Es hat sich eine Mitarbeiterin von der Presseabteilung des CFR wirklich bemüht, entweder Herrn Haas oder einen anderen kompetenten Interviewpartner zu bekommen. Nur blöderweise sind die jetzt im Wochenende. Die einen haben frei, die anderen sind jetzt vielleicht gerade dabei, intensivst den US-Präsidenten zu beraten. Auf jeden Fall haben wir diese Nachrichten von Windpress News an den CFR weitergegeben. Selbstverständlich, wir sind Deutsche, wir dürfen ja nicht die deutsche Regierung hintergehen, haben es auch ans Auswärtige Amt diese Dinge weitergegeben, damit auch das deutsche Auswärtige Amt noch informiertere Entscheidungen treffen kann. Möglicherweise guckt weder der CFR noch die US-Regierung noch die deutsche Bundesregierung ständig auf die Webseite von Windpress News. So. Von den Leuten hatte verständlicherweise, ich denke, die kriegen viele Anfragen, keine Zeit, jetzt hier direkt in die Sendung zu kommen, aber zumindest haben sie nachweislich diese Nachricht erhalten, sodass sie in ihre Entscheidung mit einbeziehen können. Ja, wie gesagt, das Ganze, wir dürfen uns nicht täuschen lassen, egal ob das Syrien betrifft oder Iran oder was immer, der Plan läuft ab, sie werden ihn durchziehen. Das Einzige, was ist, durch den Widerstand der Menschen, weil sie immer mehr informiert sind, durch die Vergangenheit, dass sie wissen, wie sie belogen wurden, denn es ist ja total überraschend gewesen, dass das britische Parlament dem Cameron nicht das grüne Licht gegeben hat. Ich meine, ich glaube, das ist überhaupt der größte Sieg, den wir erreicht haben. Und das hat natürlich jetzt den Obama dazu veranlasst, dass wenn er ganz alleine dasteht und einen Angriff macht, er das nicht gegenüber der Welt rechtfertigen kann, ja. Und das haben sie jetzt über Nacht wahrscheinlich studiert und haben sie jetzt mit dieser Sache gekommen, dass sie diesen Angriff jetzt verschieben. Und sie sagen,
Sie wollen jetzt warten, bis also die Senatoren und Kongressabgeordnete aus den Sommerferien zurückkommen und dann werden sie das Ganze nochmal präsentieren und dann werden sie sich da überzeugen, dass sie doch Ja sagen sollen. Nicht? Also es wird stattfinden, die Frage ist nur wann. Das könnte durchaus sein. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten haben die Rede von seiner Exzellenz im Außenminister John Kerry der USA gebracht, was die deutschen Wirtschaftsnachrichten als Kriegserklärung der USA in Syrien interpretiert haben. Das sind nicht die einzigen, die solch eine Interpretation vorgenommen haben. Und da demnach haben die USA die Leute von den entsprechenden Ausschüssen, ich nehme einen Auswärtiger Ausschuss, Verteidigungsausschuss etc., der Parlamentskammern informiert und mit denen gesprochen, der US-Regierung, aber nicht das ganze Parlament. Und als Ersatz dafür, dass sie nicht mit dem ganzen Parlament gesprochen haben, haben sie gesagt, sie liefern über 1000 Seiten an Beweisen an die US-Bevölkerung. Ich frage mich nur, wer in den USA kann so schnell lesen, 1000 Seiten lesen, auswerten und Antwort geben an die US-Regierung, bevor die angreifen. Sogenannten Beweise sind doch jetzt, wo wir wissen, dass das von Saudi-Arabien kam und ein Unfall war, dann können die noch so viel uns da ein Märchen erzählen und es als Beweis erklären. Das ist ja irrelevant. Das ist nur ein weiterer Versuch, die Menschen zu täuschen. Ja? Und was ich mir jetzt vorstellen kann, ist, ich gebe die Prognose ab, sie werden jetzt eine noch größere Geschichte fabrizieren. Sie werden irgendwas noch Schlimmeres machen. Das heißt also, das könnte durchaus in einem westlichen Land oder sogar in Amerika sein. Und dann werden sie Dummbeweise platzieren, die natürlich nur in eine Richtung zeigen, nämlich zur Assad-Regierung, um all die Menschen, die jetzt halt dagegen sind und zweifeln, auf ihre Seite zu holen und dann den Angriff zu machen. Sie haben jetzt eine Niederlage eingesteckt und jetzt ziehen Sie sich eine Weile zurück, um die nächste Geschichte zu machen und die wird noch viel schlimmer sein. Das könnte sein. Interessanterweise nach dem 11. September 2001 und als man in Irak gesucht hat nach Massenvernichtungswaffen, da waren die Syrer doch noch an der Seite der USA, soweit ich mich erinnere. Und nein. Jetzt... Die waren doch nicht auf der Seite, sondern das sind ja beides, der Saddam Hussein und Assad sind doch sozusagen in derselben Baath-Partei. Das ist ja die sogenannte Baath-Partei, ja. Also die waren ja schon immer, dass sie in gewissen Sachen unterschiedlicher Meinung waren, das kann sein. Oder dass auch Amerika sie gegenseitig ein bisschen ausgespielt hat, das kann auch sein, ja. Nicht? Aber das spielt ja alles keine Rolle, was damals vor 20 Jahren war, sondern es ist ja wichtig, was heute abgeht. Wichtig ist, heute können wir nicht mehr die Ausrede bringen, ja, das habe ich nicht gewusst und deswegen habe ich auch nichts gemacht. Heute wissen wir alles und wir wissen auch aus der Vergangenheit, wie die lügen. Und deswegen müssen wir heute ganz scharf beobachten und sofort unseren Protest einlegen, wenn die das wieder versuchen. Und ich denke mal, wir sollten die Leute fragen, die wirklich noch besser als der Präsident informiert sind. Wir sollten uns daran gewöhnen, die Berater des Präsidenten zu interviewen, die nicht so gerne ins Rampenlicht möchten und sie einladen, ins Rampenlicht zu treten. Wir sind bei unserer Anfrage an den Council on Foreign Relations sind wir freundlich gewesen. Wir haben uns die größte Mühe gegeben, im Herzen zu bleiben und wir bleiben dran. Wir möchten mit denen noch ein Interview haben, weil wir auch glauben, dass sie in manchen Dingen vielleicht besser informiert sind als der Präsident selbst. Oder zumindest sie sind sicher besser informiert, speziell über die Motive, ja, weil der Obama ist ja nur ein Hampelmann, der die Befehle ausführt. Der hat ja nichts zu sagen. Nur man muss eins wissen, diese Leute von der CFA, das sind ja die Lobbyisten für diese ganzen, für diese Schattenmacht, also diese Wall Street Rüstungsindustrie Konzerndiktaturgeschichte, die ja eigentlich hinter dem Ganzen steht. Denn der Obama, der ist unter ihrer Fuchtel, der kann nur das machen, was die wollen, ja. Und seine Aufgabe ist es, diese Wünsche, diese Schattenmacht der Bevölkerung zu verkaufen. Im Prinzip ist er wie ein Autoverkäufer
und im Hintergrund ist die Autofabrik, die das produziert. Und dann sagen sie halt, weißt du was, du musst halt jetzt den Leuten das so andrehen und so weiter. Du musst, das ist ein Verkäufer, ist das, mehr ist er ja nicht. Wir haben sie auch nicht gebeten, den Weltfrieden zu bewahren. Wir haben sie nur gebeten, ein paar Fragen zu beantworten, wovon wir der Überzeugung sind, dass die Weltöffentlichkeit diese da Antworten auf diese Fragen haben sollte, bevor ein globaler Krieg anlässlich Syriens losgeht. Mehr haben wir nicht gebeten. Und das haben wir in aller Freundlichkeit gemacht, aber immer wieder angerufen, weil es uns wichtig ist, dass diese Fragen beantwortet. Ja, das könnt ihr weiterhin machen und vielleicht rutscht ihnen ja ein freudscher Fehler raus und sie sagen dann mal ab und zu die Wahrheit. Ja, ich meine, das kann man ja immer versuchen. Ich glaube, dass die sich ein Stück weit aus dem Fenster gelehnt haben. Der Präsident von dem Council on Foreign Relations am 26.08. ist er davon ausgegangen, dass die USA angreifen würden. Und bei so einem einflussreichen Think Tank könnten das manche vielleicht wie ein Startsignal interpretiert haben und dass er darüber nachgedacht hat, wie hart ein Angriff sein sollte, dass die USA nicht in den Bürgerkrieg wirklich reingezogen werden, aber gleichzeitig einen riesigen Abschreckenwirkung haben, dass niemand auf der Welt jemals wieder ABC-Waffen unbedacht hat. Ja, aber das ist doch eine dumme Ausrede. Niemals. Das ist doch, Sie sind ja diejenigen, die das machen. Das sehen wir doch jetzt. Das Giftgas kommt von Saudi-Arabien. Ja, meine, aber nicht USA. Ja, aber das ist ja nur ein Vasall der USA. Das ist ihr Stellvertreter. Die Saudis machen nicht, die gehen nicht mal aufs Klo, ohne vorher in Washington anzurufen. Das könnte natürlich sein. Sieht man doch, der Prinz Bandar wäre doch nie nach Moskau gegangen und hätte Putin gedroht, wenn er nicht wüsste, dass Amerika hinter ihm steht. Wenn er alleine nur Saudi-Arabien vertreten würde, dann würde er so klein mit Hut sein. Ja? Aber wenn er weiß, im Auftrag Amerikas mache ich das, dann, das war ja ganz, er hat es ja sogar gesagt, das ist mit Amerika abgestimmt. Die machen nichts ohne Genehmigung. Nichts. Und, das sind ihre Auftraggeber. Das heißt, wenn das schiefgegangen wäre, schiefgehen würde, was der saudische Prinz gemacht hat, könnten die Amis sich immer noch rausreden. Deswegen machen ja, natürlich, dann gehen sie her und hauen den weg. Und sagen, oh, er ist der Böse. Ja. Ich meine, das ist ja wie Saddam Hussein. Saddam Hussein wurde ja auch 8 Jahre lang als Stellvertreter benutzt, um gegen den Iran einen Krieg zu führen. Da war er ja der Freund Amerikas. Die haben ihm die Waffen geliefert. Sie haben ihm die Satellitenbilder geliefert. Sie haben ihm das Giftgas geliefert, um gegen die Kurden und Iraner vorzugehen. Der war doch der Stellvertreter. Das war, um den Krieg gegen Iran zu führen. Und dann, wo sie ihn nicht mehr gebraucht haben, dann war er der Böse. Auf einmal war er der böse Diktator, den sie wegräumen müssen. Und genauso kann es mit Saudi-Arabien passieren. Die Saudis sind jetzt Idioten, die das machen. Und wenn sie nicht mehr gebraucht werden oder wenn ein Fehler passiert, dann räumt die sie die weg. Ja, das ist doch, die hauen die Saudis in 5 Minuten weg. Ja, wenn da was passiert. Aber was jetzt ist, sie tun den Auftrag Washingtons ausführen. Mhm. Ja, ganz klar. Zumindest haben wir haben eine Antwort bekommen, dass Vertreter vom CFR entweder am Wochenende sind oder beschäftigt sind und dass sie erst am Dienstag wieder für die Presse zur Verfügung stehen. Gut, dann versuchen wir es am Dienstag nochmal. Ja, probiert es weiter. Ich meine, ich sage ja, vielleicht kommt ja da irgendwas raus und so, weil Fragen und immer nachbohren, das schadet ja nichts. Ich möchte noch sagen, als er das am Montag empfohlen hat, da gab es noch nicht den Bericht vom Manager-Magazin, dass die Chinesen angedeutet haben, sie würden Syrien beschützen. Da gab es, der war erst vom 27.08., einen Tag später. Und den Bericht von der EU Times, dass die Russen wohl Syrien beschützen werden, den gab es auch erst am 27. Und dass der Ganze sich um einen, zumindest der neueste Zwischenfall vom 21.08. sich um einen Unfall aufgrund mangelhafter Kommunikation zwischen den Rebellengruppen handelt. Das ist vom 29.08. Das ist alles noch, konnte alles noch nicht bedacht werden in dem Artikel vom Council on Foreign Relations vom 26.08. Es sei denn, Herr Haas hätte prophetische Gaben.
Ja, genau. Außerdem, wir dürfen ja nicht vergessen, es passieren Fehler. Ne? Also wie wir jetzt sehen, passieren Fehler. Die Terroristen wurden nicht instruiert, wie sie mit diesen Chemiegranaten umgehen sollen. Ne? Oder es wurden irgendwelche Typen und dann haben die vor lauter Neugier haben sie halt irgendwo rumgeschraubt und dann ist das Ding in ihrem Gesicht in die Luft geflogen, ja. Ich meine, das sind so Fehler, die passieren. Wahrscheinlich hatten die gar nicht vor, dass das jetzt schon passiert, sondern die wollten die Inspektoren noch ein bisschen länger in Syrien machen lassen und dann erst eingreifen. Auf jeden Fall haben sie die Chemiewaffen von Saudi-Arabien schon mal reingeschleust und dann ist der Unfall passiert. Und ich glaube, ihre Absicht war aber, das etwas später dann erst zu zünden. Ne? Also und jetzt war natürlich so, scheiße, jetzt müssen wir das als Angriff der syrischen Armee verkaufen. Und das hat ja prima geklappt. Ich meine, die ganzen Medien sind ja draufgesprungen. Ne? Interessant ist, auf der Webseite der UNO, die UNO betont total ihre Neutralität und dass sie selber sich die Zeit nehmen, das auszuwerten, solange sie brauchen auch alle Informationen. Und gleichzeitig, also wir betonen, in erster Linie geht es um Sorgfalt, es geht ihnen in zweiter Linie auch um Geschwindigkeit und sie lassen das in verschiedenen Labors untersuchen. Und, und aber erstmal von eigenen UNO-nahestehenden Organisationen oder Unterorganisationen einmal lassen Sie sich helfen von der Weltgesundheitsorganisation und von der UNO-Organisation zur Abschaffung der Chemiewaffen. Ist ja egal, von wem Sie es machen lassen. Auf jeden Fall brauchen Sie mindestens 10 bis 14 Tage Zeit. Ja? Nur die Frage ist auch, was soll dabei rauskommen? Nicht? Also die UNO hat ja nur den Auftrag festzustellen, war es Chemiewaffen oder nicht. Sie haben ja nicht den Auftrag, wer das, von wo das herkommt, herauszufinden. Ich meine, das kann man ja nicht, war ja nicht ihr Auftrag. Die werden höchstens sagen, ja, es war oder es war nicht. Ja? Mhm. Und dann noch sagen, um was es sich handelt. Das kann man dann durch Analyse feststellen. Nicht? Aber die Quelle des Ganzen wird man nicht feststellen. Also, und was dann passieren wird, ist wieder das Hornberger Schießen. Das heißt also, die Amerikaner werden sagen, seht ihr, wir haben doch recht. Und die Syrer werden und Russen und Chinesen werden sagen, ja, Moment mal, das zeigt ja gar nicht, wo die herkommen, ja. Und dann haben wir wieder die Pattsituation, nicht? Deswegen bin ich ja der Meinung, was jetzt die Amerikaner machen müssen, ist, sie müssen jetzt zusammen mit den Saudis und Türken und Jordanier und wer alles da für sie arbeitet, müssen sie sich jetzt einen Weg ausdenken, wie sie wirklich eine noch größere Geschichte inszenieren können und oder sie gehen sogar her und greifen sich selber an. Nicht? Also sie greifen, da fliegt eine Chemiebombe irgendwo in Amerika in die Luft und dann finden sie natürlich einen Pass daneben von einem syrischen Staatsbürger. Ne? Oder die Granate hat sogar draufgeschrieben, made in Syria, das ist noch besser. Ne? Und dann sagen sie, seht ihr, jetzt greifen die sogar uns an. Und dann kann ich euch sagen, dann gibt es keinen Halt mehr. Dann gibt es keinen Halt mehr. Ja gut, dann sollten vielleicht die bestimmte Dinge vorher weltweit oder zumindest so weit wie möglich diskutiert werden. Wir müssen der Welt sagen, der nächste Chemieangriff habt ihr selber gemacht. Das wissen wir jetzt schon. Wir wissen jetzt schon, wenn wieder einer passiert, ihr steckt dahinter. So muss das laufen, damit die den gar nicht machen. Ja. Das denke ich, ist eine ganz, ganz entscheidende Botschaft. Die Frage ist für mich auch, wenn man eine Botschaft hat, die hat einen Sender, die hat einen Adressaten oder viele Adressaten. Die Botschaft kriegen sie ja schon mit, weil sie uns überwachen. Die sehen ja, was wir diskutieren und die sehen doch, was wir für Meinung haben und welche Artikel wir veröffentlichen oder wie die Leute gegenüber, wenn die Artikel in den Medien erscheinen, wie die Kommentare laufen, das tun die doch alles analysieren. Dafür ist doch die ganze Sache da, um die Meinung der Bevölkerung zu erforschen. Ich meine, diese ganze NSA-Überwachung dient ja dazu auch,
ständig den Puls der Leute zu fühlen, der Gesellschaft, damit sie entsprechend reagieren können. Und wenn wir also das dauernd rauslassen, wagt es ja nicht, denn wir wissen schon, dass ihr das wart. Ne? Dann kriegen die es ja mit, da musst du denen nicht einen Brief schreiben. Ja? Das ist ja praktisch. Ja, natürlich. Nicht? Ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, dass laut neuesten Informationen, ja, die Washington Post, glaube ich, rausgelassen hat, ist ja das Budget, nicht? Jetzt sind ja sogar durch Snowden die genauen Budgetzahlen bekannt geworden, was ja das Ganze kostet, ne? Und das sogenannte Black Budget, also das schwarze Budget. Nicht? Ist das das Drogenfinanzierte? Nein. Das ist einfach das Budget, das offiziell ist, aber in den ganzen Staatsbilanzen versteckt wird, oder? Also, so wie im Deutschland Bundeseisenbahnvermögen oder sowas. Nein, also da läuft das unter einem großen Titel und man weiß nicht, wie im Detail. Also, die Washington Post hat geschrieben, wann war das? Jetzt erst vor ein paar Tagen, dass die ganze Spionage oder Geheimdienst, die ganzen Geheimdienste, es sind ja 16 Stück in Amerika, 52,6 Milliarden Dollar kosten pro Jahr. Nicht? Und dass über 120.000 Leute da arbeiten. Ja? Und daraus, das ist jetzt Washington Post hat geschrieben, also offiziell, ne? Und das heißt also, wir wissen jetzt, was für einen irrsinnigen, unglaublichen Aufwand die betreiben und was es ihnen kostet. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, das ist ja mehr, als die Schweiz an Steuereinnahmen hat. Geben die für Geheimdienst aus. Ja? Nein, das ist ja irrsinnig. Nicht? Und was da alles dahinter steckt. Ne? Das deutet mir ja irgendwo auf doch wie zwischen Al-Nusra und den syrischen Rebellen irgendwie auf kommunikative Mängel hin, wenn die so viel Geheimdienst brauchen, dass sie nicht direkt mit den Leuten kommunizieren können. Ja, ich meine, es ist ja natürlich so, dass das Internet und die ganze elektronische Technik von Handy und Überwachungskameras und GPS ihnen, das ist ja das ideale Werkzeug, um die ganzen Daten zu sammeln, weil sie ja nichts mehr tun müssen. Sie müssen ja keine Spitzel haben, sie müssen nicht mehr da Agenten so à la James Bond da rumschicken, sondern sie zapfen einfach die Leitungen an und die Computer saugen das ganze Zeug rein und dann wird das analysiert, da werden Muster erkannt, da wird geguckt, zum Beispiel Thema Syrien, was denken die Leute, ne? Und dann werden die Muster rausgeholt mit den Computern und dann sieht man, aha, die Bevölkerung denkt so und so und so und das und das und nicht und so. Dafür ist das ja auch da. Nicht? Und so steuern die ihre Politik. Die steuern so ihre Politik. Nicht? Es gibt einen interessanten Artikel auf der Webseite vom CFR, der ist neuer als vom 26.8., der ist vom 30.8. und da haben die sich so ein Hintertürchen eröffnet. Die haben nämlich verwiesen auf einen Artikel der Washington Post, wo die Washington Post gesagt hat, ja, vor einiger Zeit noch hätte der betreffende Kommentator der Washington Post Eingreifen der USA in Syrien befürwortet, aber jetzt, nachdem er so ein Chaos ist und so weiter, da würde dem Menschen in Syrien eben nicht helfen, sondern ja, das ist nicht der Chaos. Das ist nicht der Chaos, das sagen sie nur, weil sie halt menschlich rüberkommen wollen, sondern das ist nur, weil Russland und China auf den Tisch gehauen hat. Weil das ist ja die Sprache, die sie verstehen. Die verstehen nur Macht, die verstehen Drohungen. Das ist die Sprache, die sie verstehen. Und wenn der Putin tut ja auch nicht alles sagen, was er ihnen hinten über die sogenannte Backchannels sagt, also über die hinteren Kanäle, oder? Ich meine, der stellt sich auch vor die Presse und sagt das, aber hintenrum sagt er ihnen was anderes. Hintenrum sagt er ihnen, wenn ihr eine scheiß Bombe da drauf haut, dann kriegt ihr das zurück. Nicht? Also, und die Chinesen werden sagen, und wenn ihr das macht, dann schaltet mal einfach eure ganzen scheiß Finanzsystem weg. Ja? Ich meine, die sind doch abhängig. Die Chinesen und Russen haben riesen Hebel. Die können Amerika in 5 Minuten ausschalten, wenn sie wollen. Ja? Finanziell.
finanziell und sonst auch. Ja? Hm. Russland hat dreimal so viele Atombomben wie Amerika. Die hauen Amerika so platt, da ist nichts mehr übrig. Und Russland steht aber noch, weil es ja 10-mal größer ist als Amerika. Das war mir nicht bekannt. Ich dachte mal, die Russen hätten stärker abgerüstet. Nein, nein. Und außerdem die Chinesen mit 1,3 Milliarden. Da bleiben ja immer noch 500 Millionen oder 700 Millionen übrig. Ja. Hm. Ja. Ich meine, so deutlich muss man es ja gar nicht sagen. Die können auf ganz andere Art kommen, ja. Auf jeden Fall die Amerikaner und mit denen meine ich ja diese ganze Schattenmacht, CFA, Bilderberg und so weiter und was immer da noch mehr ist, denen ist das voll bewusst. Nur sie gehen ja immer her und gucken, wie weit kann man gehen. Das heißt also, sie gehen her und machen etwas und dann sehen sie, ups, da haben wir jetzt einen Widerstand, wieder zurück. Oder sie sehen, oh, der meldet sich ja gar nicht. Ja, dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Das sind ja immer diese Tests, das ist ja menschlich, das passiert ja überall. In jeder Beziehung passiert ja das, dass der eine guckt, wie weit er gehen kann und wenn der andere nicht Halt sagt, dann geht es immer weiter. Wenn er aber Halt sagt, dann weiß er, wie weit er gehen darf. Und das ist in allen Beziehungen so. Das kommt mir fast vor wie so bei halbstarken Jugendlichen. Natürlich. Wenn die Vaterfigur fehlt. Ja, ich habe ja gesagt, es gibt ja keinen Vater über Amerika, ne, oder über diese Macht. Ne. Wer ist denn das? Es kann sie ja niemand zur Rechenschaft ziehen, es kann sie niemand verurteilen, es kann sie niemand zurückhalten, außer es kommt einer, der ähnlich stark ist und sagt, so, das war's jetzt mal, oder? Ich meine, man darf ja nicht vergessen, das amerikanische Militär, oder, leistet ja auch Widerstand, denn erstens einmal die unteren Truppen, also die normalen Soldaten und Unteroffiziere, wenn die zurückkommen aus den Kriegen, fast alle realisieren, wie sie missbraucht wurden, wie sie für diese ganzen Konzerndiktaturgeschichte missbraucht wurden und ihr Leben opfern oder ihre Beine oder was Gesundheit dafür opfern. Die kommen doch zurück. Das sind ja übrigens die, die am meisten gegen den Krieg sind. Ja, weil sie ja wissen, was der ist. Dann die Offiziere auch. Es hat ja genug. Der Krieg gegen Iran, der wäre ja schon unter Bush gelaufen, wenn es nicht einen Putsch gegeben hätte intern. Wenn es nicht einen Widerstand. Ja, natürlich. Die hätten ja den schon längst durchgeführt, wenn nicht von oben, also aus den Offizierskreisen gekommen wäre. Das macht man nicht mit. Weil sie natürlich genau wissen, was ihnen blüht und was passiert. Ja, ich meine, für die Politiker ist es ja leicht, einen Krieg anzuzetteln. Die anderen müssen ihn aber machen. Deswegen würde ich ja jedem Politiker, der einen Krieg will, sagen, weißt du was, hier hast du ein Gewehr und jetzt gehen an die Front, gerade ganz vorne dran. Du willst ja den Krieg, also kämpf dort. Nicht? Nur das passiert ja nicht. Die hocken im Weißen Haus und in ihren dicken Büros und befehlen die Kriege, nur selber sind sie ja nicht davon betroffen. Kein einziger von den 400 Abgeordneten im Kongress hat ein Kind im Militär. Kein einziger, der irgendwo in einem Krieg ist. Ja, warum wohl? Vielleicht sind sie nicht richtig überzeugt von den Kriegen, dass sie nicht bereit Nein, sind. Nein, weil sie wissen, dass sie wollen ja nicht ihre Kinder opfern. Das sollen die Idioten da aus den Slums machen, ja? Die Schwarzen sollen da hingehen. Dann scheinen sie aber von der guten Sache der Kriege nicht wirklich überzeugt zu sein. Ja, natürlich sind sie nicht davon. Sind sie nicht überzeugt davon, weil sie wissen, was das ist. Ich meine, was hat der Kissinger gesagt? Militärpersonal ist dummes Vieh, das wir für die Außenpolitik verwenden. Also dann siehst du ja, was die meinen, was Soldaten sind. Das sind einfach Handlanger, die verbrauchen wir, die benutzen wir, um unseren Markt zu erweitern, um ein Land zu erobern, um noch mehr ausplündern zu können. Der Herr Kissinger, der ist ja schon lange außenpolitisch aktiv, eine Zeit lang, soweit ich mich entsinne, der war ja Minister oder Präsidentenberater unter Nixon und Außenminister war er. Außenminister sogar. Unter anderem, er war Sicherheitsberater und Außenminister. Wann hat er das denn gesagt? Es könnte entscheidend sein, um zu gucken. Es ist schon lange her, wo er halt noch aus seinen
Memoiren oder was? Oder es hat denn einer überhört, das zu sagen und hat das irgendwann einmal aufgeschrieben. Nur man sieht ja daraus, wie die denken und wie und das muss man ja nicht einmal von Kissinger original hören. Man muss es ja nur beobachten und es ist so. Ja? Ich meine, diese ganzen Veteranen, die zurückkommen, die schmeißt man ja weg. Die interessiert doch keiner. Kissinger ist ja mit seiner Firma ja, glaube ich, auch Konzernmitglied beim CFR. Ja, natürlich. Der ist überhaupt der Chef von dem Ganzen und Bilderberg ja auch und so weiter. Und man darf ja auch nicht vergessen, diese so ganzen Thinktanks, ja, die der Rockefeller überall ins Leben gerufen hat in den letzten 60 Jahren, die haben ja, die gehen den Weg einer jeden Organisation. Das heißt, die tun das Seed Money geben, die tun also den Samen setzen und dann tun sie, das Ganze wird dann ein Selbstläufer, da musst du dann gar nichts mehr machen. Naja, wir haben gesagt, auch unsere Meinung zum Ausdruck gebracht, dass diese Fragen, die wir stellen, dass sie ja umso dränglicher wären, wenn so ein Krieg begonnen hätte und dass man sich diesen Fragen wesentlich entspannter widmen kann, bevor so ein Krieg beginnt und dass die Weltöffentlichkeit Recht hat, die beantwortet zu bekommen. Also zum Beispiel haben wir auch gefragt, wie eben jetzt der CFR das einschätzt angesichts dieser Nachrichten von Manpress News und wie der CFR das einschätzt, seine Einschätzung vom 26.08., dass die USA so einen Militärschlag machen könnten, ohne in den syrischen Bürgerkrieg hineingezogen zu werden, angesichts der Antworten vom 27.08. Aber sie sind ja reingezogen, halt über ihre ganzen Proxys, die sie haben, über Türkei, über Saudi-Arabien, über Jordanien, die hocken doch überall dort, die CIA ist doch überall dort, sie liefern ja Waffen, sie tun ja alles, sie sind ja involviert, ja. Das Einzige, was sie nicht haben, sie haben noch keine regulären Bodentruppen dort. Und das hat er ja ausgeschlossen heute wieder. Er hat gesagt, also reguläre Bodentruppen werden nicht in Syrien eingreifen. Aber das ist ja schon lange nicht der Fall. Das ist ja nur ganz am Schluss ist es so. Sonst tut man ja seine Söldner, schickt man in die Kriege. Die Söldner schickt man in die Kriege und nicht das eigene Personal, um das Ganze für sie zu erledigen. Nicht? Wenn der Präsident jetzt gesagt hat, es kann Tage, Wochen, Monate dauern, sie würden das auf jeden Fall machen, aber es kann jetzt länger dauern, dann scheint es ja so zu sein, dass er noch bestimmte Dinge sich angucken will. Die wollen jetzt nur einen Grund fabrizieren, damit sie halt doch zuschlagen können. Das habe ich doch gerade gesagt. Okay, der bisherige Grund reicht ihnen nicht. Nein. Sie wollen auch mal sicher gehen. Jetzt wollen sie halt, sie werden jetzt überlegen, was können wir denn jetzt noch Schlimmeres machen, damit wir die Weltmeinung rüberholen auf unsere Seite. Das, was wir jetzt gemacht haben, hat ja nicht gereicht. Ja? Uns sind ja die Leute alle davon jetzt. Wir stehen jetzt alleine da. In der nächsten Monat dürfte interessant werden, der Bundessicherheitsrat, da wechselt die Präsidentschaft des Sicherheitsrats monatlich. Und bis heute inklusive hat Argentinien den Vorsitz im Sicherheitsrat. Und nächsten Monat wird Australien sein. Es sind also nicht immer die ständigen Mitglieder, die im Sicherheitsrat den Vorsitz führen. Ja, Brasilien wäre noch gut, aber Australien, das kannst du dir gerade abhaken, weil das ist ja wie wenn du Amerika reinnimmst. Ich meine, das sind ja die totalen Marionetten. Ja. Mehr als England wahrscheinlich. Ja, fast noch mehr. Denn Australien war ja in allen Kriegen dabei. Die waren in jedem Krieg dabei. Die waren im Vietnamkrieg dabei. Die waren im Irakkrieg dabei. Die sind in Afghanistan dabei. Die sind überall dabei. Also das sind ja wirklich die vollen Schoßhunde. Naja, dann dürfte es sehr interessant sein, die Diskussion nächsten Monat in Australien zu führen. Es gibt ja doch in Australien sicherlich auch eine ganze Menge an Opposition und auch unabhängige Medien. Julian Assange kommt von Australien. Das scheint ja die Leute vielleicht nicht in der Regierung zu sein, aber doch einen Wahlkampf gibt es in Australien. Ein Wahlkampf? Wo ist da eine Wahl? Wo gibt es da eine Auswahl? Das sind alles Einheitsparteien.
Ob das Deutschland, England, Frankreich oder Amerika ist, Australien, das sind alles Einheitsparteien. Ich kann wählen, wenn man will, die sind alle gleich. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das glaube ich nicht. Natürlich, weil jede Partei auf Linie gedreht wird. Sonst kommt sie ja gar nicht dran. Die Politiker, die dort sind, die werden schon vorher alle ausgelesen, weil sie müssen in den richtigen Club sein. Sie, wie in Deutschland, Atlantikbrücke, wenn du da nicht drin bist, kommst du nirgendwo hin. Und dann wirst du schon ausgelesen. Und das heißt, egal ob du, die Grünen sind in der Atlantikbrücke, die Schwarzen, die Roten, alle sind sie drinnen. Da wird dir schon ausgelesen. Ja. Deutschland ist ja Atlantikbrücke, sind hunderte deutsche Politiker. Und ich glaube, bis auch von der Linkspartei, das ist mir keiner bekannt, alle Bundestagsparteien. So ist es, ja. Deswegen ist ja die Linkspartei die einzige, die den Mund aufmacht und gegen den Krieg ist, ja. Ja. Moment. Ich muss mal kurz etwas schauen, ob. Kleinen Moment, da scheint gerade eine Frage zu kommen. Kleinen Moment mal bitte. Ganz klar, Moment mal bitte. Eine Zuhörerfrage haben wir gerade reinbekommen. Der Zuhörer fragt, was kann der Zuhörer in Anbetracht der angespannten Lage und der Gefahr um einen dritten Weltkrieg gegen die tendenziöse und einseitige Berichterstattung der Massenmedien unternehmen, die teilweise in echter Kriegshetze führt? So ließ F.J. Wagner vom Springer Verlag verlautbaren, der gute Arzt ist ein Schlechter geworden, er schießt Raketen auf sein Volk, mutmaßlich mit Giftgas. Für mich gehört Assad in die Psychiatrie, er ist ein Irrer, ein Unberechenbarer, ein Gaddafi, ein Hitler. Es ist der okay. Unterstellt wieder, dass dieses Giftgas von Assad kommt oder von der syrischen Armee. Ich meine, der hat scheinbar noch nicht das Memo gekriegt, dass das von Saudi-Arabien kam. Und ja? Dann soll er gesagt haben, ich habe das noch nicht überprüft, das hat uns jetzt jemand Zuschauer gepostet. Und dass man ihn niederbomben müsse und irre dürften unsere Welt nicht regieren. Und ja, das ist der übliche, genau wie damals. Ich meine, wen haben sie denn alles als Hitler hingestellt? Denn der Saddam Hussein war ein Hitler, der Gaddafi war ein Hitler und jetzt ist es halt der Assad ist ein Hitler. Also diese Bezeichnung angehängt. Ne? Das ist doch normal. Was soll man machen? Man soll den Medien, die muss man bombardieren. Man hat ja ein Recht dazu. Schließlich zahlt man ja, nein, ich meine jetzt nicht mit Bomben, sondern mit Mails, mit Leserbriefen, mit Anrufen. Ja. Man muss erhaltet eure Lügenfresse, muss man ihnen sagen. Ja, man muss die bombardieren und sagen, hört auf, dauernd nur Lügen zu verbreiten. Ja. Macht endlich euren Job und das Gleiche gilt für alle Abgeordneten. Jeder hat einen Abgeordneten, dann muss man sich informieren, wer das ist und dann muss man den bombardieren. Jeder muss man sagen, wir sind nicht einverstanden. Hört auf mit dem Scheiß. Ja? Ich merke an deiner Wortwahl, dass du wütend bist. Natürlich, wenn diese Verbrecher einen Krieg wieder machen, dann muss man wütend sein. Das ist ja nicht hier ein Verkehrsvergehen. Ja? Speziell, weil es diesmal nicht so ist wie Libyen oder Irak oder Afghanistan, sondern hier geht es um einen möglichen Weltkrieg. Um einen möglichen Weltkrieg, den muss man verhindern. Und deswegen muss jeder absolut wütend sein, zornig und das ausdrücken und sagen, jetzt reicht's. Genau wie da in dem Film Network, wo der Moderator gesagt hat, Leute, macht die Fenster auf und ruft raus, ich habe die Schnauze voll, ich mache die Scheiße nicht mehr mit. Ist ja bekannt, diese Szene. Unser Leser stellt noch die Frage, ob Strafanzeigen gegen solche Journalisten das richtige Mittel sind. Also meine Meinung ist, ich habe jetzt den Artikel nicht gelesen, ich muss sagen, dass mir auch schon sehr menschliche Leute beim Springer Verlag begegnet sind, da scheint es eine große Reichweite von Journalisten unter sehr unterschiedlichen persönlichen Charakters zu geben. Ja, man kann natürlich hergehen, Strafanzeige. Lügen ist ja nicht verboten. Ne? Es gibt kein Gesetz gegen Lügen, aber es gibt ein Gesetz gegen die Aufforderung, dass Deutschland in einen Krieg geht. Und das ist § 80 Strafgesetzbuch. Man kann natürlich...
Man kann natürlich her, oder auch in der Verfassung steht es ja auch. Ich meine, das sind alles so Sachen, die man machen kann. Ob das jetzt was bewirkt, ist eine andere Sache. Ich möchte noch was sagen, ganz wichtig zum Strafrecht. Strafrecht, es gibt immer einen objektiven und einen subjektiven Tatbestand. Und ganz wichtig ist, bevor man jemanden anzeigt, dass man auf jeden Fall Beweise, Indizien sammelt, bevor man irgendjemanden anzeigt für den objektiven Tatbestand. Das heißt, kann das, was da geschrieben wird, als Beihilfe möglicherweise gewertet werden? Ja, Beihilfe ist auch strafbar, wenn das auch niedriger bestraft wird als Mittäterschaft oder Anstiftung oder gar als Anstiftung. Eine Anstiftung wäre ja dann könnte ja dann nur gegeben sein, wenn man eine Botschaft nach draußen sendet, die jemanden erreichen soll, der Entscheidungen treffen kann für einen Krieg. Deswegen könnte es sein, dass das, was Medien machen, möglicherweise nur in Anführungsstrichen nur Beihilfe ist. Es könnte auch sein, dass es Anstiftung ist, aber wichtig. Ja, aber wenn so ein Journalist, ist das dieser Wagner, ja? Ich möchte das erstmal verifizieren wollen. Nein, ich sage nur, nehmen wir mal an als Beispiel, wenn er zum Beispiel hergeht und sagt, man müsste den Iran, Syrien angreifen, man müsste und so weiter, dann ist das ganz klar Störung des Weltfriedens, ja? Das ist ganz klar. Und da die Bundesrepublik Deutschland immer, wenn Amerika einen Krieg führt, mitbeteiligt ist. Immer. Weil alle Kriege gehen von deutschem Boden aus. Alleine durch die Tatsache, dass hier diese ganzen Militärbasen sind von Amerika und auch die ganzen Kommandozentralen hier sind und die ganze Logistik hier drüber läuft über Ramstein und Leipzig und so weiter. Das sind ja alles Drehscheiben, um diese Soldaten und die Waffen und alles dorthin zu bringen. Und außerdem sind die Kommandostände hier wie AFRICOM und so weiter. Die sind ja alle auf deutschem Boden. Also ist Deutschland immer mit beteiligt, auch wenn nicht Soldaten da beteiligt sind, obwohl sie ja in dem Sinn beteiligt sind, weil die deutsche Bundeswehr hockt ja unten in Syrien. Die hockt ja dort mit ihren Patriot-Raketen. Die sind ja gerade an der Grenze. Also und die Schiffe hocken auch im Meer da, die Zerstörer der deutschen Bundesmarine. Nicht? Also die kann man, und außerdem liefert ja Deutschland Panzer an Saudi-Arabien. Also die sind ja da und überall beteiligt, ja. Man kann ja nicht hier den Scheineigen spielen. Wieso ist denn Deutschland der drittgrößte Waffenproduzent der Welt? Wo gehen die Waffen hin? Wo gehen denn die hin? Ich habe mal von SIPRI vor ein paar Jahren was gelesen, so eine Rangliste ungefähr, wer die Waffen produziert und wo sie hingehen. Der größte Importeur, in Anführungsstrichen, scheinen weltweit die Vereinigten Arabischen Emirate zu sein. Nur was sollen die damit? Die liefern das bestimmt weiter an viele. Ja, natürlich, denn die ganzen, es wurden doch sogar von Schweizer Journalisten, die haben in Libyen und in Syrien entdeckt, dass Schweizer Handgranaten und österreichische Mörsergranaten und österreichische Maschinengewehre oder Sturmgewehre von den Terroristen verwendet werden. Und dann, wenn man gefragt hat, ja, wie ist denn das möglich, haben die alle gesagt, ja, die haben wir an die Vereinigten Emirate geschickt oder an Saudi-Arabien und sie haben uns einen Zettel unterschrieben, wo drauf steht, dass sie die nicht weitergeben. Nur das kann man sie an den Hut stecken. Die halten sich doch nicht an diese Vereinbarung. Das ist da alles pro forma und dann landen diese ganzen Waffen, die hier von Europa rübergeschickt werden an diese arabischen Länder, die landen bei den Terroristen. Und das wissen die alle. Und das ist doch lächerlich. Ja, die haben uns unterschrieben, dass sie es nicht liefern. Ja. Ich habe gerade das geöffnet, den Artikel. Der ist vom 30.08.2013 um 0:04 veröffentlicht. Franz Josef Wagner von der Bild-Zeitung. Und diese Worte, die dort zitiert wurden, kommen in dem Artikel wirklich vor. Ja, ich dann ist, hat nicht man ganz ja gecheckt, den Beweis. Wie der Artikel aufgebaut ist. Dann hat man den Beweis. Die Frage ist natürlich, es gibt bei jeder Straftat auch einen subjektiven Tatbestand. Das heißt, bevor ich jemanden anzeigen würde, würde ich noch versuchen, weiter zu recherchieren, was eine Person
damit bezwecken will. Nicht nur, was eine Person tut, sondern wieso, auch wie bewusst, mit welchem Grad an Fahrlässigkeit oder Vorsatz das getan wird. Das würde ich unbedingt empfehlen. Denn wenn man jemanden zu Unrecht anzeigt, könnte die Person möglicherweise antworten mit Schadensersatzforderungen, zivilrechtlich, nicht mit Schadenersatz, oder mit einer Gegenanzeige. Entschuldigung, Schadenersatz gibt es nicht. Es gibt höchstens eine Gegenanzeige der falschen Beschuldigung. Aber das ist auch, glaube ich, nur strafbar, wenn man absichtlich jemanden falsch. Genau. Und das ist ja hier keine Absicht, sondern man nimmt einen Wort, also einen Satz, einen praktisch einen kriegerischen, hetzerischen Satz, den einer sagt, plus noch andere Beweise, Aussagen und zitiert die und dann macht man seine Anzeige. Zum Beispiel, wenn man das machen will. Das ist doch, es wäre ja nur so, dass, nehmen wir mal an, man behauptet, man ist vergewaltigt worden und man ist es nicht. Das ist eine falsche Beschuldigung. Ja? Wichtig ist auch, wenn man jemanden angezeigt hat, solange die Sache nicht erledigt ist, darf man nicht an die Öffentlichkeit gehen und den aktuellen Verfahrensstand sagen. Das ist in Deutschland auch strafbar. Wichtig ist auch, wie man mit dem Ruf anderer Menschen jetzt ja, umgeht, dass man niemanden vorverurteilt öffentlich, niemand darstellt, als ob er schuldig wäre, bloß weil man ihn gerade angezeigt hat. Ja, aber Entschuldigung, wo ist denn da die Verhältnismäßigkeit? Ja. Ich meine, wenn Sie hergehen und den Assad falsch beschuldigen, Giftgas eingesetzt zu haben, ne, das ist ja allein schon eine Anzeige wert. Ja, wo haben Sie denn die Beweise, dass das ist? Eben, Sie können sie eben nicht liefern. Alle tun diese Beschuldigung rauslassen, ob das jetzt die Regierung oder die Medien oder sonst wer ist, lassen diese ganzen Beschuldigungen raus. Assad hat das gemacht, dabei haben Sie keinen Beweis dafür. Also sind Sie ja diejenigen, die wegen falscher Beschuldigung angezeigt werden müssten. Ja. Sie müssten sich zurückhalten. Sie müssten überlegen, was Sie für einen Image-Schaden machen und Rufschaden machen. Ich möchte, wenn jemand eine solche Anzeige macht, möchte ich, dass das gut durchdacht ist, damit nicht jemand sich selbst schadet und nicht selbst jemand der Sache des Friedens schadet. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Wie soll man sich selbst schaden, wenn man eine Anzeige macht? Das ist doch ein normales Recht. Ja. Vielleicht ist das, ja, und ich denke, wichtig. Das Einzige, was passiert, es wird eingestellt. Wenn die Staatsanwalt nicht drauf eingeht, dann stellen sie es ein, fertig, mehr gibt es ja nicht. Ja? Jeder kann jeden anzeigen. Die Bild-Zeitung ist nicht das erste Mal auffällig geworden. Es gibt auch andere Organe des Springer-Konzerns, die sorgfältiger berichten müssen. Möchte ich zu deren Ehrenrecht sagen. Aber wir tun jetzt völlig nebensächlich diskutieren, darum geht es doch gar nicht. Wir wissen doch, dass die Verbrecher sind, wir wissen doch, dass sie lügen, wir wissen doch, dass sie uns was vormachen, wir wissen doch, dass sie uns alles falsch darstellen und täuschen und alles. Ich meine, das ist irgendwie naiv, da versuchen, über irgendwelche Sachen da noch an irgendwelche Gutes zu glauben. Das kann man alles vergessen. Was ich damit sagen möchte, ich möchte eine gewisse Sorgfaltspflicht gegenüber der Leserfrage nachkommen, dass er, wenn er sowas macht, wirklich sorgfältig ist und sich gut absichert. Ja, man kann vieles machen, ja. Ich möchte darauf hinweisen, die Bild-Zeitung ist nicht das erste Mal auffällig geworden, dass man solche Stimmung macht. Ein Knut Mellentin hat in der, Jungen Welt einen Artikel gebracht, wo er mal aufgelistet hat, ich glaube, das könnte schon ein, zwei Jahre her sein, ich habe es jetzt nicht mehr ganz präsent, wie die Bild-Zeitung über den ehemaligen Präsidenten, heute ehemaligen Präsidenten Irans, Herrn Ahmadinejad, geschrieben hat und einige Zitate gebracht, die man durchaus als ziemlich unverantwortlich bezeichnen kann, die dazu angetan gewesen sind, wirklich Stimmung gegen die damalige iranische Regierung anzuheizen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eine sehr wirkungsvolle Maßnahme sein kann, hier einen Pressespiegel zu machen und gesammelte Unverantwortlichkeiten und diese gesammelten Unverantwortlichkeiten mit der Sprache, die Frieden gefährden kann, dass Autoritäten zur Kenntnis zu bringen, die für den Frieden da sind. Ich halte es für eine gute Idee, vielleicht die UNO zu informieren, wie hier Presse unverantwortlich mit der Lage umgeht. Ja, man kann zum Beispiel, was heißt bei der UNO? Es gibt ja einen Presserat
Es gibt ja auch so eine Art, ich weiß nicht, die gibt es ja auch, oder? Da kann man die ARD und ZDF und wie sie die ganzen Medien heißen, die kann man ja dort auch anklagen, wie, über ihre Berichtung, wie sie berichten und so weiter. Ja, das gibt's ja. Und dann ist es ja auch noch so, und dann kann man ja fragen, ob sie überhaupt noch die Lizenz, um Medium zu sein, damit gerechtfertigen. Ja? Ob man ihnen die nicht entziehen sollte. Die Senderechte zum Beispiel. Ja. Nicht? Das. Weil es das, braucht ja eine Genehmigung, um das zu machen. Es braucht ja eine Genehmigung, um einen Fernsehsender zu betreiben oder einen Radiosender oder eine Zeitung. Hm. Nicht? Und da gibt es gewisse presserechtliche Richtlinien und wenn die verletzt werden, dann haben sie das Recht verwirkt. Ende aus. Ja? Und wenn genug Leute da reklamieren und da und sagen, hey, was machen die eigentlich? Ich meine, das ist doch, der outet sich doch ganz klar als Kriegshetzer da. Ja? Und als Lügenverbreiter. Lügen tut er ja nur, wenn er absichtlich die Unwahrheit sagt. Auf jeden Fall keine sorgfältige Recherche. Ich sehe ja eben, wenn einer zum Beispiel sagt, das war der Assad und das war die syrische Armee, ohne dass er abwartet zum Beispiel, bis die UNO-Inspektoren überhaupt ein Resultat haben, dann macht er ja eine Vorverurteilung. Und ich meine, es ist ja jetzt nicht so ein Blatt von einer radikalen Parteizeitung, einer radikalen Gruppe oder so, sondern es ist eine der meistgelesenen Zeitungen Deutschlands. Das finde ich schon ziemlich unverantwortlich. Interessant ist, ich meine, ich lese regelmäßig die Taz. Die Taz hat eine Zeit lang die katholische Kirche ziemlich aufs Korn genommen. Nicht in einer derart drastischen Weise, aber schon so, dass es viele Katholiken empört hat. Und da hat eine katholische Organisation sich beim Presserat über die Taz beschwert. Und das hat die zum Nachdenken gebracht. Und es könnte durchaus angebracht sein, mal mit gesammelten Werken darf zum Presserat zu gehen und das auch öffentlich sichtbar zu machen. Das würde für unseren Fragesteller weniger persönliches Risiko bedeuten und könnte vielleicht einen noch größeren Effekt haben. Ja, was immer. Auf jeden Fall kann ich euch eins sagen, der Feind schießt schon zurück. Also die Mint Press News, ja, wo diese Nachricht draufsteht, die ich ja in meinem letzten Artikel zitiert habe oder gebracht habe, die steht unter ständigen DDoS-Attacken. Auf die Seite kommt man gar nicht drauf. Und sie selber haben jetzt ein Kommuniqué rausgelassen, wo sie sagen, dass sie unter diesen Angriff stecken und sie haben so also dass sie massiv, also sie wollen zum Schweigen gebracht werden. Das darf nicht rauskommen, dass diese Journalistin das herausgefunden hat anhand der Interviews mit den Betroffenen in dem Ort da. Und deswegen wird diese Seite versucht, mit massiven Internetattacken sie zum Schweigen zu bringen. Und eins kann ich noch verraten. Ich habe gerade vorher einen Chat gekriegt, dass die Radiosendung, wo ich vorher drauf war, also redemit.net, dass die am Schluss auch massiv angegriffen wurde mit DOS-Attacken. Ja? Und dass die jetzt voll dabei sind, ihren Server wieder zu reparieren. Ja? Das ist ja wohl eine Peinlichkeit. Ich denke mal, der Council on Foreign Relations könnte zum Beispiel auch was für seinen Ruf tun und fordern, dass sowas nicht passieren darf. Wie kann man so mit der immer, Presse umgehen? Du reitest immer auf der Council rum. Ja, das ist der wenn Feind. Das so mit die Chef. Das ist der Feind. Vergiss den doch. Ja. Ich verstehe nicht. Also, wir haben in der Presseabteilung Menschen mit menschlichen Regungen. Die Erfahrung haben wir machen dürfen. Ach was? Ja, wirklich. Ganz normale Menschen. Dann unterstellst du, dass diese ganzen Leute, die zum Beispiel wie der Geheimdienstchef von Saudi-Arabien ein Mensch ist, der mag physikalisch ein Mensch sein, aber sicher nicht von seiner Seele her, der kann dann nicht hergehen und den Rebellen dass es Giftgas geben oder was er alles da macht. Und wie gesagt, er ist ja schon ein Verbrecher seit 9/11, weil er ja daran beteiligt war. Ne? Deswegen, also das, man muss da mit ganz anderen Maßstäben kommen und mit völlig anderer Sicht. Man muss einfach klar sehen, dass das die Feinde der Menschheit sind. Ja?
Und warum? Ja, daran sieht man auch, wie schnell die schon reagieren. Sobald sowas raus ist, wird man sofort angegriffen. Nicht? Die wollen einen zum Schweigen bringen. Nicht? Und das erleben, das Assange erlebt das und das Snowden erlebt das und der arme Soldat, der jetzt 35 Jahre ins Gefängnis landet, der kriegt das auch. Nicht? Der Bradley Manning, den haben sie auch mundtot gemacht. Die machen das dauernd überall. Die wollen, und wer ihnen in die Quere kommt. Das ist, aber es ist interessant, woher hast du die Nachricht, dass die Minpress News unter Attacke ist? Das, Moment, ich gucke gerade den Link. Wie das muss ja eine ganz aktuelle Nachricht sein, denn heute tagsüber konnten wir noch normal auf die Seite drauf. Wo ich drauf gegangen bin, also ich wollte sie mir vorher noch mal holen, hat das ungefähr 10 Minuten gedauert, bis überhaupt die Seite gekommen ist. Ja. Und das zeigt ja, dass der Server unter schwerem Beschuss steht. Ja. Nicht? Und sie haben, ich tue jetzt das schnell holen, das Kommuniqué, wo sie das sagen. Auf Twitter haben sie es rausgelassen. Ah, okay. Nicht? Die haben das auf Twitter, weil das ist die Alternative, wo du noch was rauslassen kannst, oder? Moment. Ist das schnell lesen? Ja, sie haben es, wie gesagt, auf Twitter haben sie es rausgelassen, dass sie unter massiven Attacke ihrer Server ist. Und deswegen entschuldigen sie sich, dass das so langsam läuft. Hm? Ah, okay. Und um wie viel Uhr ungefähr? Das läuft schon länger. Das ist schon, seitdem die Sache raus ist. Also praktisch seit gestern, ne? Seit gestern, alles klar. Wir haben nämlich diese Information heute an Council on Foreign Relations weitergegeben, damit auch der Council on Foreign Relations sich damit beschäftigen kann. Und eben auch, man weiß, der Council on Foreign Relations hat diese Information gehabt und nicht sagen kann, er hätte es nicht gewusst. Ja, aber es ist, naja. Auf jeder. Nein, das liegt also nicht an, was ja noch dazu kommt, nicht? Also, ich habe ja vor ein paar Tagen mit einem Foto bewiesen, wie die Medien lügen. Sie sind hergegangen und haben ein Foto gezeigt von Leichen, die da liegen, und sagen, das war jetzt der Assad, oder? Und dann ist der Fotograf, der dieses Bild gemacht hat, völlig vom Stuhl gefallen und hat gesagt, Moment einmal, das ist ja mein Foto, das ich 2003 im Irak gemacht habe. Und das benutzen sie jetzt, um heute, 10 Jahre später, dem Assad das ranzuhängen. Das ist ja hochinteressant. Das ist nicht das erste Mal. Ich kann mich und noch übrigens erinnern. Soll ich, und wisst ihr, was noch der Hammer ist? Dass der John Kerry das auch verwendet hat. Der hat dieses Foto auch verwendet. Das aus dem Irak stammt, wo aus einem ganz anderen Jahr. Ja. Kaum zu glauben. Das ist, dieses Spiel haben sie schon mal gemacht. Das war ein syrisches Foltergefängnis angeblich. Und was du ja damals berichtet hattest, dass in Wirklichkeit das hattest du aufgegriffen von einem kleinen kommunistischen Sender, der entdeckt hat, dass das bei Al Arabiya ein Bericht über Irak gewesen ist. Und dann hieß es 2012, dass, soweit ich mich entsinne, dass das ein syrisches Völkergefängnis gewesen ist. So ist es. So ist es. Und es gibt noch ein anderes Foto, das zeigt eine Frau, die ein Baby in den Arm hält, wo scheinbar tot ist. Und dieses Foto haben sie jetzt benutzt, auch wieder, um Stimmung gegen Assad zu machen. Dabei ist das ein Foto, das schon die ganze Runde gemacht hat. Das wurde in Palästina verwendet, das haben sie in Libyen verwendet, das haben sie in Ägypten verwendet. Ich meine, überall dort, wo sie halt zeigen wollen, wie schlimm jemand ist, kommt dieses Foto, um Stimmung zu machen. Ja? Von einer Frau mit einem toten Kind.
Und das macht dann die Runde und das benutzen die immer wieder. Und die ahnungslosen Leser, die sehen diese Fotos, nicht, von Leichen, von toten Kindern und meinen, das ist jetzt und das ist er und das ist alles eine Täuschung und Lügen und Meinungsmanipulation. Das ist... Vor allem, dass das sich das ständig wiederholt, den scheinen ja die Fotos auszugehen. Ich habe doch vor über einem Jahr habe ich auch eine Fotofälschung aufgedeckt, die eine österreichische Zeitung gebracht hat, auch über Syrien. Da sieht man, wie ein Mann und eine Frau, also ein Ehepaar mit ihrem Kind, flüchten, also die Straße runterrennen. Und dann sieht man den Hintergrund völlig zerbombt und der Titel heißt, der böse Assad bombardiert die Zivilisten. Und daneben habe ich das Originalfoto gezeigt, ohne den retuschierten Hintergrund. Und dann sieht man, dass das ein Park ist und diese Leute einfach da über die Straße laufen, in Friedenszeiten irgendwo. Und dann haben die aber eine Fotomontage gemacht mit Photoshop, wo sie dieses Ehepaar in Ruinen reinstellen. Mit dem Titel, der Assad bombardiert die Zivilen und die rennen jetzt um ihr Leben. Ja? Und die habe ich nebeneinander gestellt, die Fotos. Also es wird ja laufend diese Fälschung gemacht. Laufend. Entweder mit bewegten Bildern, dass die ARD, ZDF irgendwelche Sachen nimmt und behauptet, das ist jetzt. Ja, oder die Zeitungen und Magazine nehmen und Internetseiten nehmen dann die Fotos, wo die sie fälschen. Ich meine, könnt ihr euch nicht an den Film Wag the Dog erinnern, wo genau die ganze Story von dem Film, geht's ja darum, die haben da in dem Film Wag the Dog, geht's ja darum, dass das Pentagon einen Filmregisseur in Hollywood den Auftrag gibt, einen Krieg zu inszenieren, aber nur medial, also nicht in echt. Mhm. Und dann wird ein junges Mädchen da engagiert, die ein Kopftuch trägt und die eine Katze in der Hand hat und die muss da, und dann tun sie ins Studio vor dem Greenscreen, oder? Und tun sie da sagen, du musst da so verängstigt darüber laufen und dann tun sie das Ganze montieren in einen Hintergrund von zerstörten Häusern und so weiter, nicht? Und die klassische Aussage, die ich daraus zitiert habe in einem Artikel, heißt, wo der Hollywood-Direktor sagt, wieso kommt ihr zu mir? Und dann, ich bin doch im Showbusiness. Und dann sagt der Offizier aus dem Pentagon, ja, aber Krieg ist Showbusiness. Und das zeigt doch, was das alles ist. Das ist ein Riesentheater. Das ist Hollywood, das ist Film. Das geht darum, die Menschen in ein falsches Bild zu stellen, falsche Meinung zu geben, über was wirklich geht. Ja? Ja. Und leider sind die Medien so mächtig, also das bewegte Bild und die Effekte, die sind so mächtig. Ich meine, gucken wir doch an so Filme wie Avatar, wo 90% des Filmes komplett computergeneriert ist. Komplett computer. Obwohl es verdammt realistisch aussieht. Also wie wenn es diese Welt tatsächlich gibt und diese Tiere und diese Dschungel und diese Eingeborenen da. Dabei ist das alles 90% computergeneriert. Und das heißt, da sieht man mal, welche Möglichkeiten ihnen zur Verfügung stehen. Die können alles fälschen. Die können uns völlig alles da falsch darstellen. Radio Utopie hat das auch inzwischen aufgegriffen mit dem angeblichen Beweisfoto, dass das aus dem Irak kommt. Ja, sicher. Ich habe das vor ein paar Tagen gemacht und habe es aber als Beispiel genommen, wie die Medien fälschen. Nicht? Und das sind aber nicht irgendwelche kleinen Zeitungen, das ist die BBC hat das gemacht. Ich meine, das ist ja wohl sozusagen oder war einmal der Leuchtturm oder der korrekten Nachrichten. Aber die kannst du voll vergessen. Ja. Heute finde ich interessante Nachrichten eher im Guardian oder Daily Mail vielleicht noch. Also ja. Wenn es um Großbritannien geht, da habe ich mehr Vertrauen, dass die auch mutige, auch unbequeme Nachrichten bringen.
Daily Telegraph hat über einen Euro eine ganze Menge gebracht. Das, vielleicht je nach Thema sind sie unterschiedlich, wo sie couragierte Journalisten haben, die sich bestimmte Themen vornehmen. Ja, ich meine, wie gesagt, und dann werden natürlich so Berichte, die überhaupt nicht ins Bild passen oder die sie praktisch entlarven als Lügner, wie diese von der Gavala, die werden natürlich nicht gezeigt, die werden nicht kommen nicht in den Mainstream. Das wird unterdrückt, weil das passt ja nicht. Es kann ja nicht sein, dass eine Journalistin vor Ort geht, hey, wir tun in unserer Redaktion in New York und in Berlin oder in Hamburg und in London, wir bestimmen, was in Syrien passiert und nicht einer, der dort ist und die Leute fragen kann, wo kommen wir da hin, wenn wir die Wahrheit vor Ort erfahren? Diese ganzen verdammten Medien haben ja keinen einzigen Reporter in Syrien. Und dann sagen sie, ja, wir dürfen nicht rein. Das ist nicht wahr. Jeder kann nach Syrien rein und berichten. Nur auch zum Beispiel, du hattest ja damals Christoph. Ja. Christoph Hörstl hat ja für dich damals berichtet. Genau, der Christoph Hörstl ist ja auch nach Syrien und hat berichten können. Nur, dass die syrischen Behörden halt ein gewisses Verlangen, dass Christoph Hörstl von ihm verlangten, dass er in gewisser Maße eine Aufsicht hatte. Das ist ja normal. Das ist ja normal, dass man jemand hat, erstens mal wegen der Sprache, man hat einen Übersetzer, den braucht man. Man braucht einen Fahrer, der einen rumfährt, oder? Oder man muss aus Sicherheitsgründen vielleicht Militärbegleitung haben, damit man überhaupt in die Nähe der Front kommt oder irgendwo. Ich meine, sonst läuft man ja da in ein Feuer, ein Kreuzfeuer rein und ist selber tot. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man da einfach normal rumlaufen kann, wenn dort ein Kriegszustand ist. Ja. Ja, vor allem, es gibt ja auch Rebellen, wie man sieht, in der Nähe von Damaskus. Es gibt ja keine größeren zusammenhängenden Gebiete, die sicher wären. Ja, weil es sich um einen Häuserkampf handelt. Das ist, wie ich ja schon bei der letzten Sendung gesagt habe, das ist ja nicht eine Front, so wie im Ersten Weltkrieg, wo da alle, da war drüben war der Feind und hier sind wir und dazwischen ist die Front. Sondern die hocken ja überall. Das ist ein Guerillakrieg, das ist Infiltration. Die verstecken sich als Zivilisten, die geben sich aus als was anderes. Und dann plötzlich ziehen sie eine Waffe raus und fangen an schießen. Ne? Ich meine, die können überall sein. Oh. Nicht? Und das ist ja das Gemeine an dem Ganzen. Außerdem tragen sie ja nicht ein Schild auf der Brust, ich bin ein Terrorist. Sie haben auch keine Uniformen. Ich habe noch mal eine Frage. Wo haben die Amerikaner das verlautbart? Oder wer hat darüber berichtet? Gibt es da was Schriftliches, dass sie sich jetzt erstmal etwas mehr Zeit lassen? Ja, natürlich. Ich meine, alle Medien berichten das im Moment. Also die ARD, ZDF, alle und alle Zeitungen schreiben das jetzt. Weil er hat ja eine Rede gehalten. Der Obama hat ja eine Rede gehalten, wo er das gesagt hat. Das heißt, sozusagen, ja, er schon hat Videos das, darüber. Er hat das, was Kerry gestern gesagt hat, sozusagen überstimmt durch seine neuere Aussage. Er hat gesagt, ein US-Militärschlag der USA gegen Syrien steht noch nicht unmittelbar bevor. Präsident Barack Obama sagte, er selbst habe sich zwar als Oberbefehlshaber für einen solchen Angriff entschieden und könnte diesen auch anordnen. Doch wolle er vorab die Zustimmung des US-Kongress einholen, um die Legitimation der Militäraktion zu stärken. Kerry hat das ganz anders. Das ist der offizielle Text. Ja. Kerry hatte gestern noch das ganz anders gewollt. Natürlich, weil wahrscheinlich von der Aussage von ihm bis heute ist ja viel passiert. Ja. Kerry hatte gedacht, es reicht, mit den wichtigsten Leuten in den Ausschüssen zu reden und die Bevölkerung zu informieren. Und ja, die Amerikaner sind ja Schnellleser, die können ja mal eben die, aber heute hat der Putin gesagt, no go. Sicher nicht. Ja, das ging ja auch. Ich meine, wo ich heute CNN und BBC und alles eingeschaltet habe, war ja in jeder Sendung war dem Putin seine Aussage drauf. Wo er gesagt hat,
was der Kerry erzählt, ist ja absurd. Dann sollen sie die Beweise vorlegen, wenn sie sie haben. Und wenn sie sie nicht vorlegen, haben sie keine. Das war seine Aussage. Eine weitere Zuhörerfrage haben wir bekommen. Zuhörer fragt, ich würde Freeman gern darum bitten, in seine persönliche Glaskugel zu schauen und eine Einschätzung dazu abzugeben, wie diese globale Korruptokratie, so steht es hier, endet. Müssen wir uns auf Krieg und Elend einstellen oder wird hier irgendwann oder irgendwie noch Vernunft eingeleitet? Na, von Vernunft kann überhaupt nicht geredet werden, weil vernünftig werden die nie. Sondern die können sich nur selbst zerstören. Diese böse Macht kann nur so böse werden, dass sie sich selbst zerstört, wie ja alle aus der Geschichte wir ja wissen, dass sie sich selbst zerstören. Nur leider werden sie auf diesem Weg der Selbstzerstörung einen Haufen von uns mitnehmen. Ja. Deswegen, das Einzige, was man machen kann, ist versuchen, aus dem Schussfeld zu kommen. Ich denke mir, meine Einschätzung ist etwas optimistischer. Ich denke, da sind Menschen und Menschen haben eine real existierende Psyche und man muss sich diese Menschen anschauen. Ich kenne es zum Beispiel, Dinge findet man in verschiedenen psychologischen Systemen. Also zum Beispiel, jemand zum Beispiel als du hast militärisch kein aggressiv. Ja, sagen wir mal, wenn jemand militärisch aggressiv sein will oder wenn eine Räuberbande möglicherweise überfällt, die lassen sich davon beeindrucken, wenn man ihnen zeigt, dass man nicht schwach und allein ist, sondern dass man genug Freunde hat, die bereit sind, einen zu unterstützen. Das haben aber eine Räuberbande oder die Mafia, das sind ja die sind ja Engel im Vergleich zu den Typen da. Ja, mit einem Räuber und mit einem normalen Kriminellen kann man ja noch reden. Aber mit den Typen kann man ja doch nicht reden. Die verstehen ja nur eins. Ja? Ja. Die verstehen nur eins. Fuck off und eins in die Fresse. Nur das verstehen sie. Alles andere nehmen die als Schwäche an. Wenn man mit denen Dialog führt und Diplomatie und nachgibt und das noch und Kompromisse. Das verstehen die als Schwäche. Und dann fahren sie einen drüber. Also ich meine, die Russen und die Chinesen haben ja klar gesagt, dass sie beziehungsweise angedeutet, dass sie den Syrern beistehen würden, haben das in einer maßvollen, korrekten Art und Weise gesagt. Ja, aber das ist ja nur nach außen, man weiß ja nicht, was hinten rumgelaufen ist. Ich meine, das ist genauso etwas wie Grenzen aufzeigen. Die Syrer stehen da nicht alleine. Eine andere Sache ist, wenn jemand listig auftritt, Leute, die listig auftreten, auch das sehen wir ja hier, falsche Bilder und so weiter. Du musst ich habe viel zu tun gehabt mit Verhandlungen in Firmen und ich habe auch etwas Erfahrung im diplomatischen Bereich und ich weiß, wie man vorne redet, schön korrekt und völlig harmlos auf dem Verhandlungstisch und wie man hintenrum redet, wenn man jemand ins Ohr flüstert, ja, weil dann da kommt dann eine andere Sprache, ja, und oder so Sachen. Das heißt, natürlich muss China und Russland und nach außen hin sehr zurückhaltend agieren und tun das auch. Auch in gewisser Deutlichkeit. Aber was hintenrum passiert, was über die sogenannten Backchannels läuft, das ist ja ganz was anderes. Ja? Und da wird schon Tacheles geredet. Ich denke, was das, wir alle und ich, tun. Und ich glaube, das muss gestern, also in den letzten 24 Stunden, zwischen das, was Kerry gesagt hat und was jetzt Obama sagt, sind ja 24 Stunden vergangen, muss das ganz klar zum Ausdruck gekommen sein. Ja. Und deswegen jetzt der Rückzug. Und deswegen jetzt, wir haben uns wohl entschieden, Syrien anzugreifen, aber das wird irgendwann passieren und zuerst wollen wir uns da die Genehmigung holen. Ja. Was jetzt passieren wird, jetzt werden sie natürlich wie verrückt auf die ganzen Senatoren und Kongressabgeordneten losgehen und sie mit irgendeinem Karotte und Peitsche in die richtige Richtung trimmen. Ne?
Also das ist ganz klar. Die werden sagen, ja, wenn du nächstes Mal gewählt werden willst, dann musst du uns das machen, weil sonst kriegst du gar keine Wahlkampfspenden. Oder was immer sie halt an Druckmittel haben. Oder sie, oder ich meine, jeder, ja, können sie ja packen, wie sie wollen, oder? Nicht? Der Cameron hat einen Fehler gemacht. Der hat das scheinbar vorher nicht. Der war ja so arrogant und so selbstsicher, dass er überhaupt nicht im Traum gedacht hat, dass er die Leute bearbeiten muss. Er hat gedacht, das Ding ist gelaufen. Das ist nur noch pro forma. Ich sage, ich will das machen und dann werden alle Ja sagen. Und dann haben sie ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil 50 Abgeordnete seiner eigenen Partei sind ja zu der Opposition rüber. Eigentlich müsste er zurücktreten sofort. Weil er hat ja keine Mehrheit mehr. Ja, ja, ich meine, das ist ja wohl das riesige Vertrauensdings, oder? Was er da nicht hat. Und was jetzt passiert, der Obama hat jetzt von dem gelernt und jetzt werden diese ganzen 400 Kongressabgeordneten, die werden jetzt schön bearbeitet. Da wird man auf jeden Einzelnen einen ansetzen, der ihnen sagt, und übrigens in 14 Tagen, wenn wieder die Abstimmung ist, dann sagst du es richtig, gell? Ja, dann, ich denke mal, dann steht ja wohl eine Volksabstimmung in den USA an. Die waren ja richtig. Gibt es ja keine. Es gibt keine Volksabstimmungen in Amerika. Es braucht eine Volksabstimmung, ob man Syrien angreifen will. Nein, warum braucht es nicht. Der Präsident kann selbst herrlich entscheiden. Okay, das ja schon. Aber ich denke mal, wenn Kerry schon meint, dass das Parlament nicht das richtige Gremium ist und es reicht, die Ausschüsse zu informieren, zum Ausgleich informiert er das Volk. Das sind ja 1000 Seiten und ich denke mal, das amerikanische Volk, da können ja sehr viele Menschen lesen und schreiben. Und dann, warum präsentiert man ihnen das, wenn man nicht das Volk anstelle des Kongresses abstimmen lassen will oder zusätzlich? Ich denke mal, dann sollte man auch konsequent sein und das Volk abstimmen lassen. Ja, wieso denn? Die würden ja dann Nein sagen. Wieso soll man die abstimmen lassen? Außerdem gibt es das Instrument der Volksabstimmung auf Bundesebene in Amerika nicht. Das ja, dann wird es ja mal Zeit, dann kann man das doch mal einführen. Ja, gut. Du bist ein Idealist, komm. Ja, ja. Den Amerikanern kann man alles erzählen. Das ist ja völlig wurscht, was das Volk denkt. Das Ganze wird von oben, wird ihnen vollendete Tatsachen gemacht und Schluss aus. Und dann wird noch das Ganze in die amerikanische Flagge eingewickelt und schon ist alles erledigt. Oder? Ich sage ja, die werden wahrscheinlich einen noch größeren False Flag fahren. Das Größte, was sie machen können, ist ein Chemiewaffenangriff in Amerika. Oder was oder sowas wie der 11. September, wo Hochhäuser plötzlich zu Staub zerfallen. Ja, aber der 11. September, den haben sie schon durch, den können sie nicht nochmal machen. Die müssen jetzt ist das Thema Giftgas. Also wenn sie irgendeine Bombe hochjagen und dann werden ein paar hundert sterben und dann wird da zufällig, wie ich vorher sagte, wird da draufstehen Made in Syria oder Made in Iran oder irgend sowas. Nicht? Dann haben sie es. Dann stürzen sich alle Medien drauf, dann werden die ganzen Medienhuren das riesig breit klatschen und sagen, und jetzt müssen wir, und dann geht's los. Ja? Ich denke, ich habe noch eine Idee. Ich möchte hiermit dazu aufrufen. Ich meine, wir haben ja jetzt Interview an Freiburg Consular and Foreign Relations gemacht. Die Fragen, die wir gestellt haben, die werden wir auch noch online stellen, weil wir denken, das sind wirklich 10 der wichtigsten Fragen, die die Menschheit jetzt mal beantwortet bekommen sollte. Und Herr Rütschert, Nathan Haas, könnte einer der wichtigsten Personen auf diesem Planeten sein, die zumindest einen Teil dieser Fragen beantworten kann. Zusätzlich denke ich, ist es auch wichtig, diesen Redakteur von der Bild-Zeitung zu interviewen, woher er seine Gewissheiten hat, was seine Quellen sind. Ich denke mal, es ist eine bequeme Rolle, in der Medienrolle zu sein, einen riesen Lautsprecher wie die Bild-Zeitung zu haben. Aber warum nicht mal Reporter, die so weitreichende Aussagen machen, ohne, wie wir es versuchen, die Quellen, denen wir vertrauen, die Artikel, die wir vertrauen, auf die wir uns beziehen, und unsere Schlussfolgerung transparent zu machen, warum wir aufgrund bestimmter Artikel, die wir gelesen haben, zu bestimmten Schlussfolgerungen zu kommen. Wenn die Bild-Zeitung das nicht ordentlich darlegt wie andere, weil die Bilder so groß sind, so wenig Platz für Text haben, dann ist es an der Zeit, diesen Redakteur von der Bild-Zeitung zu interviewen. Nein, ich sage euch, was der Weg ist. Der Weg ist, ihnen das Geld in der Geldbörse zu treffen.
Man muss einfach die Bild-Zeitung nicht kaufen, man muss ihren Scheiß nicht lesen, man muss ihnen sagen, wir boykottieren euch, weil dann werden sie alle arbeitslos und ihre Zeitung zumachen. So muss man sie treffen. Das verstehen sie. Die Sprache verstehen sie. Aber so Anrufen, Beschwerden, Interviews, da lachen die doch drüber. Man muss sie finanziell treffen. Man muss ihnen den Geldhahn zudrehen. So trifft man sie. Okay. Ich denke, man sollte beides versuchen. Ich meine, ich muss die Bild-Zeitung nicht kaufen. Steht ja online, um ein Interview. Ja, aber man kauft sie ja, indem man drauf geht. Indem man drauf geht, kauft man sie ja, weil man dann, weil sie dann die Werbeklicks kriegen und dadurch kriegen sie Geld. Ja, das ist ja wie wenn man sie kauft. Nein, allein, dass du die Bildzeitung auf dem Internet anguckst, kriegen sie ja schon Geld. Okay, verstehe. Und oder man muss ihnen ganz deutlich sagen, dass man das so machen wird, damit die das verstehen, weil es gehen ja da und Zeit. Was ist mit der Frankfurter Rundschau? Was ist mit, welche deutsche Zeitungen in letzter Zeit da eingegangen sind? Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, obwohl ja wichtiger außenpolitischer Korrespondent von den Trilateralen ist, trotzdem haben sie Ende letzten Jahres gebracht, dass die Al-Nusra-Front, genau die Al-Nusra-Front, die mit diesem Zeug offenbar nicht umgehen kann, Ende letzten Jahres, haben sie am 9.12.2012 gebracht, eine Produktionseinrichtung für Chemiewaffen in Syrien unter ihre Kontrolle gebracht. Ja, das wissen wir ja alles. Ja, und die haben es gebracht. Es sind durchaus auch deutsche Konzernmedien, selbst wenn wichtige Schlüsseljournalisten von denen bei Thinktanks eingebettet sein mögen, die, wo man auch sieht, dass sie ein Gewissen haben können und dass sie Dinge bringen. Das habe ich den Hoch angerechnet. Ich bin ja okay, ab und zu rutscht ihnen was durch, ja. Ich bin übrigens jetzt auf der Twitter-Seite von Mint Press News und da ist, wie gesagt, vor einer Stunde steht: Tech problems are back. Here's a repost of allegations that Saudi supplied rebels were behind serious chemical attack. Das heißt also, die technischen Probleme sind zurück. Sie werden bombardiert. Und deswegen läuft die Seite nicht richtig, ja. Und deswegen haben sie eine Alternative aufgemacht scheinbar, damit trotzdem da noch diese Nachricht rausgeht. Ne? Also ihr seht, der Feind schießt zurück. Es wird diese Meldungen dürfen nicht kommen. Man darf die Wahrheit nicht wissen. Es dürfte die Story, die darf man nicht in Zweifel ziehen. Man darf nicht gegen Beweise oder Gegenaussagen bringen, sondern es gilt nur, was das Propagandaministerium rauslässt. Und die Medien sind das Organ des Propagandaministeriums. Ich meine, ich habe heute die BBC geguckt und CNN. Denen ist ja der Schaum vom Mund gelaufen. Die haben ja schon, die haben dauernd gesagt, ja, wann schlägt er jetzt zu? Wann schlägt er jetzt zu? Die waren sowas von geil, auf, dass sie die Tomahawk-Raketen abfeuern sehen. Das ist nicht zu glauben. Das kommt mir, also es bestärkt mich darin. Es bestärkt mich darin, dass da durchaus bei manchen Medien, es kommt darauf an, wie sie berichten, es kommt ja immer auf den subjektiven Tatbestand an, bei manchen durchaus eine mögliche Beihilfe zu einem Angriffskrieg vorliegen könnte. Man muss immer sich den einzelnen Reporter angucken und was der für einen subjektiven Tatbestand haben kann. Es ist ja bekannt, dass CNN Beihilfe zum Krieg im Irak geführt hat, insofern, dass sie ja Live-Kameras auf einem Hochhaus hatten und die Bombeneinschläge gefilmt haben, das amerikanische Militär hatte in ihrem Hauptquartier CNN eingeschaltet und dann haben sie gesehen, super, wir haben genau das getroffen, was wir wollten. Oder, das ist daneben gegangen, müssen wir das Ziel korrigieren. Das wurde mit CNN bestätigt, die konnten ja zuschauen, weil die ja Live-Kameras in Bagdad hatten. Das heißt, das Militär hat CNN benutzt, um die Zielkoordination zu machen.
Das war, das, deswegen gibt es ja Leute, die sagen, deswegen waren sie überhaupt dort. Dass sie daraus berichtet haben, das war ja so ein Nebeneffekt. Eigentlich ging es ja darum, dass das Militär sieht, ob sie die Gebäude richtig treffen. Und wer ist jetzt vor Ort in Damaskus? Ein CNN-Reporter, der live von dort berichtet. Ja. Ein Grund, warum wir auch den Council on Foreign Relations die Interviewanfrage geschickt haben, es gibt einen interessanten Artikel von Daniel Estulin, der berichtet hat, dass eben CFR auch wichtige Leute hat bei ABC, bei NBC und bei CBS, was ja drei der wichtigsten Fernsehsender sind, außer CNN. Und die haben ja echt auch Medieneinfluss. Die können sich gut Gehör verschaffen, selbst wenn der Präsident jetzt vielleicht mal nicht wollte, dass bestimmte Meinungen von CFR gehört werden. Und könnten, die haben vielleicht auch Einfluss, ob diese Medien bestimmte Themen bringen, bestimmte Meinungen bringen. Und von daher ist ja nicht nur der beratende Einfluss auf den Präsidenten. Und deswegen scheint mir es ganz, ganz wichtig zu sein, dass viele Leute Interviewanfragen an den CFR richten. Mehr als an den Präsidenten, weil die scheinen ja in einem Netzwerk der Macht noch zentraler zu sein. Und vielleicht gibt es da Thinktanks, die noch mehr Macht haben, aber ich kenne keinen speziell in den USA. Nee. Interessant ist auch der Herr Haas, der ist auch, war mal zumindest bei der Brookings Institution, und die Brookings Institution haben ja auch einen Vorschlag gemacht, wie man Assad stürzen könnte, oder 5 verschiedene Vorschläge. Und jo, auch das zeigt für mich ein Indiz, dass CFR und Brookings Institution ja wahrscheinlich auch im Gedankenaustausch stehen. Ich denke mal, da laufen viele Gedanken zusammen mit dieser Denkfabrik. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, also der Krieg wird jetzt nicht in den nächsten Tagen passieren, außer der Obama hat uns wieder angelogen, nicht? Sie müssen jetzt eine Auszeit nehmen, sie müssen sich zurückziehen, sie müssen jetzt neue Taktik fahren. Das ist eine gewisse Beruhigung. Deswegen möchte ich mich auch bei allen Zuhörern bedanken, die ihren jeweiligen Teil beigetragen haben, indem sie Leserbriefe, indem sie Kommentare bei den Mainstream und so weiter geschickt haben oder angerufen oder was immer haben, um zu protestieren, um zu sagen, hört auf mit diesen Lügen. Also wir sind ja alle ein Teil und jeder tut was beitragen und wir müssen das weitermachen. Denn die werden es wieder versuchen. Ja? Ich glaube, was auch wichtig ist, jetzt von der Psychologie her, wichtig ist es, glaube ich, nicht in ein Gefühl der Wut hineinzugehen und sich von der Wut mitreißen zu lassen. Ich glaube, dass es wichtig ist, wenn man wütend ist, dieses Gefühl auszudrücken, zu sagen, dass man wütend ist. Und immer im Herzen zu bleiben. Es hat auch was mit der Körperwahrnehmung, der eigenen Körperwahrnehmung zu tun. Ich habe selber diese Erfahrung machen dürfen, dass meine persönliche Wirkung stärker ist, wenn ich mich konzentriere auf Wahrnehmung und auf Herzlichkeit und selbst wenn ich harte Sachen sage, das auf eine freundliche und herzliche Weise zu sagen, um diesen Menschen überhaupt wieder Herzlichkeit zu bringen, nicht von meinen Gefühlen und Gedanken mitreißen zu lassen, sondern in ein herzliches Gefühl zu gehen, egal was ich verstehe, was du sagen willst. Du hast recht, ja, aber es muss halt jeder, je nachdem welchen Charakter er hat, das bringen. Der eine kann das humorvoll bringen, der nächste satirisch, der nächste zornig, der nächste mit Liebe zuschütten. Es kann ja jeder machen, wie er es will oder wie sein Talent ist, ja. Auf jeden Fall, es geht ja nur darum, dass wir was tun. Ich gerade was Wichtiges gesagt habe. Ich denke, das werde ich nochmal wiederholen. Hallo, sind wir noch online? Okay. Ich höre dich. Da scheint gerade jemand bald von den Mithörenden vom Stuhl gefallen zu sein. Aber ich denke, meine psychologische Fortbildung tut auch der NSA gut. Und es ist ihnen ja auch gegönnt. Ich kann verstehen, dass es schockierend ist, wenn man ausgerechnet auf so einer emotionalen Ebene, wenn die Leute sonst immer mit kopfigen Dingen zu tun haben. Wissen Sie, ich bin von Hause aus eigentlich auch eher ein kopfiger Mensch. Und für mich war das auch ein starker Entwicklungsprozess. Ich hatte gar keine andere Wahl, als wahrnehmender zu werden und mehr in Abstand zu meinen Gedanken und Gefühlen zu gehen. Sonst hätten wir heute auch nicht auf eine menschliche Weise Kontakt zu CFR aufnehmen können in den letzten Tagen. Das war schon notwendig. Jeder soll seinen Teil beitragen zu dieser Stopp-den-Krieg-Geschichte. Ja?
was immer. Das kann Demo sein, Plakate zeichnen, sich melden bei überall, was immer, schreiben, informieren, Nachbar, Familie. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir müssen einfach alle zusammen erreichen, dass hier diesen Wahnsinn, dass der gestoppt wird, ja, und dass es nicht passiert, denn mir tun die Menschen im Iran, in Syrien sowas von leid, denn die haben, was haben die getan? Nichts, oder? Und dann wird ihnen dieser Terror ins Haus gebracht und ihre ganzen Städte zerstört und Beruf und alles ist weg und die Kinder und alle tot. Es ist ja nicht zu fassen, was da abgeht. Und jetzt will man ihnen noch mehr Bomben draufhauen und alles. Es ist nicht zu glauben, aber wie die mir leid tun. Ja? Ich möchte ein Beispiel, Entschuldigung. Wenn ich mir anschaue, wie vor einem Jahr die Hetze gegenüber Iran war und was die Iraner heute tun, ich bin wirklich zutiefst berührt, was die Iraner alles tun, um diese Vorurteile zu widerlegen und wie menschlich der neue Präsident des Iran, wie viel menschliche Zeichen der setzt. Manches mögen kleine Zeichen sein. Interessanterweise, manches habe ich selbst aus Mainstream-Medien wie der Taz zum Beispiel, dass der iranische Präsident, obwohl er hart bestraft wird, wenn man Alkohol konsumiert, dass sie jetzt Entzugskliniken für Alkoholiker machen. Als Modellprojekt, aber direkt für richtig viele Menschen. Da ist ein riesiger Umdenkprozess und Wandel da. Ich habe das Gefühl, der Iran will, ja, natürlich. Ja, aber nicht nur das. Weißt du, dass der Iran die meisten Geschlechtsumwandlungen der Welt macht? Das heißt also, wenn jemand das Gefühl hat, er ist im falschen Körper, dann darf er von Staatswesen sein Geschlecht ändern. Das wird voll unterstützt und genehmigt. Das ist etwas, das gibt es sonst nicht. Das würde man meinen, ja, aber da sicher dort nicht. Ja doch, es ist so. Ja. Und wir wissen so viel über diese Länder nicht. Wir werden doch sowas von falsch informiert. Es wird in uns ein Hass aufgebaut und das wären Tiere und das wäre und deswegen kann man sie auch töten, weil das sind ja gar keine Menschen. Ich meine, ich kann nur jedem sagen, geht doch mal nach in Iran, bereist doch das Land. Ihr werdet sowas von staunen, ihr werdet sowas von Gastfreundschaft erleben und alles. Das ist unglaublich, aber hier wird so ein Hass gemacht und so Lügen verbreitet, es ist nicht zu glauben. Bei den Syrern, ich meine, ich sehe, wie hier Lügen gemacht werden, um einen Krieg gegen Syrien zu rechtfertigen. Ich möchte auch sagen, ich könnte mir vorstellen, vielleicht hören uns ja auch Syrer zu, ich möchte auch etwas konstruktive Kritik bei der Gelegenheit üben. Was mir aufgefallen ist, wir haben beim syrischen Parlament angefragt, die Kommunikation ist schwierig, E-Mails von Deutschland an syrische Stellen werden abgefangen. Das haben wir leider erleben müssen, deswegen ging es nur per Fax und per Telefon, das Telefon ist ständig besetzt, die Lage ist ja auch da ziemlich heftig, aber wir haben versucht, wir wollten jemanden von der friedlichen parlamentarischen Opposition in Syrien interviewen. War total schwierig, wir haben Interviewfragen geschickt, wir wollten wissen, was hat es denn auf sich mit den angeblichen politischen Gefangenen? Man hört riesige Zahlen. Aber dazu gab es auch keine Antworten. Und das darfst du ja nicht vergessen, die sind doch in einem Ausnahmezustand, die sind doch in einem Krieg. Da kann man doch nicht von normalen Kommunikation und normalen Sachen ausgehen. Hey, die kämpfen ums Überleben. Die sind doch nicht wie wir, wo wir da hocken im Frieden und Fußball gucken können und Fernsehen und jeden Tag zur Arbeit gehen. Das ist doch dort nicht möglich. Die leben doch in einem ständigen Dauerstress und Terrorgefahr und so weiter. Dann fliegt dort wieder eine Autobombe hoch oder ich weiß nicht was. Ich meine, da kann man doch nicht mit diesen Maßstäben kommen. Ja, wieso reagieren die nicht oder wieso beantworten die meine Mails nicht, oder? Ja. Dadurch bleiben manche Lügen wahrscheinlich auch unwidersprochen, weil ich meine, wenn eine sechsstellige Zahl genannt wird, über 100.000 politische Gefangene in so einem verhältnismäßig
kleinen Land. Das sind doch völlig irreale Zahlen. Und ja, aber von wem kommen die denn? Das ist ja eine, auch eine falsche Opposition. Behauptung. Ja, eben. Von Teilen der Opposition bestimmt nur. Weil, ja, also, dann kann man die eh vergessen. Aber ja, was? Das, die müssten vom Roten Kreuz kommen, dann glaube ich sie eher. Mhm. Ja. Aber sicher nicht von der Opposition, die grundsätzlich alles, was sie rauslässt, lügt. Grundsätzlich. Ende. Ich weiß es nicht. Ich möchte einfach mal die Graustufen zeigen können. In Syrien gab es vor den letzten Wahlen, gab es, ich sag mal, ein etwas kleineres Blockparteiensystem. Die zugelassenen Parteien haben alle irgendwie einen Führungsanspruch der Baas-Partei, haben sie anerkannt und haben selber dann praktisch, wenn ich das richtig verstehe. Ja, aber das ist doch alles durch die neue Verfassung in Syrien, die ja vom Volk angenommen wurde, mit 70% ist da alles erledigt. Es gibt doch mehr Parteien und Wahlen und der Führungsanspruch ist weg und all das. Das ist doch alles erledigt durch die neue Verfassung. Aber das wurde ja von Westen nicht anerkannt. Die haben ja gelacht. Das ist ja immer dasselbe. Wenn demokratische Prozesse stattfinden, dann tut man sie einfach ab, weil es ihnen nie um das geht. Es geht nicht um das. Es geht ihnen nur um Zerstörung, Vernichtung aus. Ich meine, das sieht man doch sonst auch, wenn in irgendeinem Land demokratisch jemand gewählt wird, aber es wurde einer gewählt, der eben Washington nicht genehm ist, dann tut man sagen, ja, das ist eine Wahlfälschung. So wie bei den Sozialdemokraten, die erfolgreich waren bei Kommunalwahlen im Irak. Wo ja, oder zum Beispiel in Chile damals. Da wurde der Sozialist Allende ordentlich gewählt. Ja, also das könnt ihr nicht machen. Dann merkt man erst, dass es ja denen gar nicht um Demokratie geht, sondern ihr habt zu wählen, den wir wollen. Und was sie dann gemacht haben, dann haben sie ihn ermordet und gestürzt und dann haben sie eine Militärdiktatur eingeführt, die Amerikaner, unter der Führung von Kissinger. Das war eine CIA-Operation. Das heißt, und genauso war es im Iran mit Mossadegh. Der Mossadegh wurde gewählt und was hat er gemacht? Er hat die Ölindustrie verstaatlicht. Ja, geht's eigentlich noch? Das kommt ja gar nicht in Frage. Also haben sie ihn gestürzt und haben den Schah eingesetzt. Und so operiert der Westen immer. Deswegen, es geht doch nicht um Demokratie, das ist doch alles gelogen. Es geht darum, ihr habt den zu wählen, den wir wollen, und wenn ihr den nicht wählt, dann entweder wählt ihr so lange, bis ihr es gemacht habt, oder wir putzen den weg. Ich meine, mit Morsi jetzt in Ägypten genauso. Hey, das geht doch nicht, dass die den wählen. Und dann macht er Sachen, die uns nicht passen, da kommt ein Militärputsch und dann kommt der Militärdiktator rein. So läuft es in Ägypten. Und so ist es überall. Und dann weigern sie sich, standardpede alle Medien, das einen Militärputsch zu nennen, was es ja ist. Nein, das ist nur eine Entfernung oder irgend so eine verharmlosende Wortwahl. Und sagen, ja, aber Millionen sind auf die Straße gegangen und wollten ihn weghaben. Ach ja, es sind aber Millionen in Spanien, in Frankreich, in Griechenland auf die Straße gegangen. Und da ist keiner gekommen und hat die Regierung mit einem Militärputsch weggeräumt. Was ist denn das für eine Ausrede? Ja, weil Millionen auf die Straße gegangen sind. Ja und, das dürfen sie ja demonstrieren. Aber das heißt ja nicht, dass das Militär jetzt die Regierung stürzen darf. Bei der EU gibt es einen Entwurf für Ausführungsbestimmung zur Solidaritätsklausel. Aber ich glaube eher, dass es dann dafür da ist, die Millionen von der Straße zu bringen, anstatt in die Regierung zu stürzen. Ja, wenn das so ist, dann machen wir doch eine Millionendemonstration in Deutschland und dann kommt die Bundeswehr und räumt die Merkel weg, oder wie? Ich glaube, dass die EU das eher umgekehrt meint. Ja, dann sagt irgendein Bundesgeneral, also der Bundesinspekteur da, sagt, ja, aber es waren ja so viele auf der Straße, die Merkel nicht wollen und jetzt haben wir die halt entfernt, wir haben den Volkswillen umgesetzt. Ja, aber genau das sagen sie, wenn es um Ägypten geht. Ja, das ist eindeutig zweierlei Maß. Ich bin jetzt vielleicht etwas abgewichen, aber das bei der EU heißt 2012-0370, Leerzeichen, Klammer auf, NLE, Klammer zu, das findet man unter dem Aktenzeichen. Besonders bemerkenswerter Artikel 3 und Artikel 5. Artikel 3 geht es darum, dass
von Menschen verursachte Katastrophe, wo die EU eben auch dann Truppen innerhalb der EU-Mitgliedstaaten einsetzen könnte, auch sein kann, Gefahren fürs Eigentum. Sagen wir aber nicht, von was für Wetten. Ja, aber es geht ja mehr um was anderes. Es geht darum, man kann nicht dauernd Demokratie propagieren und sagen, deswegen machen wir das alles. Und dann, wenn jemand demokratisches Recht ausübt, aber nicht das macht, was man will, dass man dann das wieder zerstört und rückgängig macht. Ich meine, das ist ja, das geht doch nicht, aber das macht der Westen jedes Mal. Und es ist auch so, wenn irgendein Land in Europa einer gewissen Partei Spektrum mehr Stimmen gibt, dann wird ja sofort, was seid denn ihr für Arschlöcher, ihr könnt ja nicht wählen, oder? Wird ja gerade denen gesagt, dass sie es falsch gemacht haben. Ja, aber dann sind die ja gar keine Demokraten, wenn sie diese Einstellung haben. Dann sind sie es ja nicht. Ja? Dann sind sie ja nur Demokraten, wenn es zu ihrem Vorteil ist, aber wenn es nicht ist, dann sind sie es nicht mehr. Ja? Ja. Deswegen ist das Ganze eine Show, das ist ein Theater, das stimmt ja alles nicht. Ich möchte nochmal zu Syrien zurückkommen. Ich denke mal, was ganz wichtig ist, ist, dass Leuten, die militärisch aggressiv sein wollen, dass sie sehen, dass eben die sie angreifen wollen, auch genug Freunde haben, dass das Risiko groß genug ist. Und ich denke mal, das sollte weltweit sein. Soll ich euch sagen, was eine gute Sache wäre? Ich würde diesen Typen da von der Bild-Zeitung, den würde ich jetzt folgenden Brief schreiben. Da Sie ja so vehement für einen Krieg sind gegen Syrien, dann würde ich Ihnen folgenden Vorschlag. Wir sammeln jetzt Geld, um Sie auszustatten, und dann werden wir Sie per Fallschirm über Syrien ablassen, und dann dürfen Sie gerade ganz vorne an der Front mit dem Gewehr kämpfen. Können Sie gerade gegen Assad kämpfen, denn Sie wollen das ja. Aber und wenn Sie sich weigern, dann sind Sie ein Feigling. Denn sie können nicht hergehen und sagen, wir müssen einen Krieg gegen Assad führen, und dann sind sie nicht bereit, in diesen Krieg selber zu gehen. Ja? Das ist eine sehr gute Idee. Denn jeder, der den Krieg befürwortet, soll gerade als Erster vorne stehen mit dem Gewehr. Gerade als Erster. Das ist eine sehr gute Idee. Die haben doch eine Menge Söldner. Und ich meine, da wird er vielleicht nicht so viel verdienen wie bei der Bild-Zeitung. Wir bringen sie zum Flughafen und dann können sie gerade runterfliegen. Und ich denke mal, ein gewisses Problem ist natürlich vom Lebensstandard her, weil die Zeitung Hintergrund.de hat mal berichtet, unter Berufung auf Le Figaro, eine eher linke französische Zeitung, die aber auch schon mehrmals bei Bilderberg war, aber image eher links, die aber berichtet hat zum Beispiel, dass Leute, die als Al-Qaida-Söldner arbeiten, nur einen dreistelligen Betrag pro Monat bekommen für ihren riskanten Job. Das wäre für einen Bild-Zeitungsredakteur vielleicht etwas wenig. Vielleicht es mehr geht hier ums Prinzip. Ja. Ja, okay, stimmt. Ich würde den gerade outen, wenn er sagt, mache ich doch nicht. Aha, vielleicht dann halt deine Fresse, würde ich ihm sagen. Dann halt deine Fresse, wenn du nicht bereit bist, da runter zu gehen. Und dem Obama würde ich das Gleiche sagen. Ah, Obama, du bist der große Feldherr, du willst hier den Krieg führen, ja, dann geh mal ganz vorne ran. Dann geh doch ran, dann mach doch High Noon da mit Massad. Schießt es aus. Ja. Es gibt dann Politiker, Russland und Tschetschenien. Ich weiß mir genau, welchen Posten er damals hatte. Ist eigentlich ein ziemlich rechter Politiker, deswegen den finde ich gar nicht so gut, aber er hat mal eine wirklich gute Sache gemacht. Da haben Russen und Tschetschenen Fußball gespielt. Das hatte eine deeskalierende Wirkung, und ich denke mal, dass es an der Zeit sein könnte, dass die Amerikaner und die Syrer sich auf dem Fußballfeld treffen. Ja, gut, oder vielleicht American Football, vielleicht ihre Regeln, die die Amerikaner besser können und wo sie bessere Leute haben. Ja, aber das sind doch nicht die Leute, die Fußball spielen, sind doch nicht die, das entscheiden. Es geht mir darum, dass die Leute, die den Krieg wollen und entscheiden, dass die ganz vorne in dem Feldzug sein sollen. Die sollen doch zeigen, dass sie die großen Krieger sind. Sollen sie doch zeigen. Aber dafür sind sie ja zu feige. Die hocken ja lieber in Washington und drücken den Knopf und schicken alle anderen dorthin.
Ja, das ist doch das, aber so kann man sie outen, was sie eigentlich sind, ja. Und das Gleiche würde ich mit jedem Redakteur und jedem Journalisten, jedem Politiker, der mir mit sowas kommt, würde ich ihm sagen, weißt du was, ich finde das toll, ab an die Front, grad Erster, geh, ja. Hier hast du das Gewehr, ab. Aber das machen sie ja nicht. Ich denke mal, das wäre ja auch eine Möglichkeit, aber ich denke mal, man sollte es etwas höflicher sagen, bei der Bild-Zeitung anrufen und ihn fragen, wann er denn dorthin reist und ob man vielleicht, ob man spenden kann für ein Ticket für ihn, dass er da hingeht, und es wird bestimmt eine Rebellengruppe finden, die bereit ist, ihnen auch eine Uniform zu geben und Waffen. Genau. Und dann kann er ja noch deutlich mehr direkt von der Front berichten und und dann kann er das umsetzen, was er will. Ne? Genau, und kann er auch zeigen, wie man dabei Genfer und Haager Konventionen einhält, sicherlich mehr als manche Söldnertruppe dazu in der Lage ist oder willens ist. Ja, genau. Kann man ihm sagen, hey, wir holen sie auch ab, gell? Also so ist es nett, und dann bringen wir sie zum Flughafen. Ich denke, man kann ihm auch Kapazitäten bei Livestream zur Verfügung stellen, falls die Bild-Zeitung ihm das nicht die Möglichkeit geben will, falls ihr das vielleicht zu peinlich ist, so ein Auftritt. Aber ich denke mal, da gibt es sicherlich Alternativen. Das würde ich übrigens jedem am Stammtisch auch sagen, oder wenn ich jemanden irgendwo höre in der Familie oder sonst wer, dass er auch sagt, würde ich gerade sagen, weißt du was, du kannst gerade gehen darunter. Du willst ja den Krieg, also ab. Jetzt kämpfst du da unten. Dann weißt du was, dann halten sie gerade die Klappe. Weil darauf haben sie keine Antwort. Schön, dass wir heute ein paar gute Nachrichten. Vorläufig jedenfalls. Ja. Also Interviewgäste, die gute Nachrichten bringen, sind immer besonders willkommen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich denke, wir konnten wieder Inspirationen liefern und Hoffnung verbreiten. Und ich denke, eine ganz, ganz starke Waffe ist es. Die Erfahrung habe ich gemacht, immer im Herzen zu bleiben, immer herzlich zu bleiben, selbst wenn man harte Worte zu sagen hat. Zumindest wenn man in direkter Konfrontation mit solchen Leuten ist, die möglicherweise Strippenzieher sind für nicht unbedingt friedliche Aktionen. Ja. Dass man dann immer herzlich bleibt. Denn das ist etwas, was sie entwaffnet. Ja, und es muss einfach jeder wissen, der hier zuhört, dass später, nicht, wenn einmal die Frage kommt, warst du nicht damals zu der Zeit irgendwie da, wo es um den Krieg gegen Syrien ging? Was hast denn du dagegen gemacht? Dass jeder dann die Frage beantworten kann. Ich habe innerhalb meiner Möglichkeiten gemacht, was ich konnte. Ich kenne noch ein Beispiel von wegen Herzlichkeit. Es gibt ja eine ganz bekannte Sozialdemokratin aus Burma. Und als die Militärdiktatur noch um einiges heftiger war, als sie heute ist, und ich hoffe, dass das diese Zeiten nie wiederkommen, da hatte sie Hausarrest. Und ich glaube, sie hat sich dagegen mal aufgelehnt. Und da stand Militär vor ihrem Haus, sie hatte Angst, erschossen zu werden. Und sie ist da einfach ganz ruhig und in einer herzlichen Stimmung gewesen. Und sie haben ihr nichts getan. Sie konnte zwar nicht frei rumlaufen, wie sie wollte, aber niemand hat geschossen. Ja, okay. Und das ist jetzt vielleicht ein drastisches Beispiel, aber das wirkt natürlich besonders gut. Ja, wenn man nicht gerade mitten in einer Kampfhandlung ist, sondern wenn man Leuten, die so eiskalt sind, begegnet. Man muss ihnen vorleben, herzlich zu sein, damit sie überhaupt wieder ihre Perspektive auf normales Maß verschieben können. Davor haben die auch Angst. Mhm. Ja, es ist, wie soll ich sagen, wie wenn sie der David Icke der ist ein bisschen esoterisch, aber der vergleicht das mit Symbol, würde ich sagen. Vielleicht glaubt er auch, dass es wirklich so ist, von Archonten, so wie wenn die von irgendwelchen Wesen oder Parasiten besessen wären, die Leute. Und in der Bibel wird zum Teil mit Dämonen verglichen, dass Menschen besessen wären. Aber ich glaube aus einer psychologischen Sicht eher, dass sie eine verschobene Wahrnehmung haben und bestimmte positive Dinge in sich selber nicht wahrnehmen können. Man kann diesen Menschen helfen, eine normalere Wahrnehmung wiederzubekommen, und
zum Beispiel eine Möglichkeit, diese Leute zu schockieren, ohne irgendwas kaputt zu machen, ist, konsequent herzlich zu sein. Dinge zu sagen, die zu sagen sind, auch wenn es harte Dinge sind, aber es auf eine herzliche Weise zu tun. Mhm. Egal, was sie tun, immer herzlich bleiben. Na klar, okay. Und ich meine damit, nicht von Emotionen mitreißen zu lassen. Weder Angst noch mehr von Wut mitreißen zu lassen. Davon ernährt sich geradezu eine bestimmte Seite. Na, ich glaube, du verwechselst Wut mit Hass. Wut ist schon in Ordnung, nur Hass nicht. Das ist nicht das Gleiche. Man kann sagen, also zumindest nicht, wenn man mit diesen Leuten direkt konfrontiert ist. Ist es besser, sie mit Herzlichkeit zu entwaffnen? Ja, das kann man ja probieren. Es liegt jedem frei, was er macht. Und wie man das machen kann, eine Übung zum Beispiel ist, man atmet und konzentriert sich dabei bei der eigenen Körperwahrnehmung wirklich auf den eigenen Herzschlag, bevor man in eine Konfrontation geht, dass man diesen Menschen direkt versucht, Kontakt aufzunehmen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mich konzentriere auf meinen Kopf, bin ich kopfig. Wenn ich mich auf meinen Bauch konzentriere, bin ich eher in Emotionen, also das heißt angelernte Muster von Gedanken und. Ja, aber was wir ja in unserer heutigen Gesellschaft, ich will dir ja nicht widersprechen und wir müssen das jetzt zu Ende führen, aber ich will nur eins sagen, was wir zu wenig haben, ist ja Emotionen in unserer Welt. Wir haben zu wenig. Wir sind doch alle völlig gleichgültig. Die Gesellschaft ist völlig gleichgültig. Die blasiert dahin, zuckt mit den Achseln, das Nächste, okay, interessiert mich nicht, hat nichts mit zu tun. Es fehlt doch die Emotion in allen Richtungen. Ob das jetzt Liebe oder Wut oder was immer ist. Das fehlt. Ja? Und deswegen können die mit uns machen, was sie wollen. Weil wir so irgendwie, wie wenn wir unter Valium stehen. Ja? Okay, das sehe ich auch. Also ich meine, es eben sich nicht unbewusst von Emotionen mitreißen zu lassen, sondern wenn man in Emotionen geht, das bewusst zu tun und sich da bewusst für zu entscheiden, ob man da jetzt reingeht oder nicht. Das meine ich. Alles klar. Gut, dann tue ich das heute beenden und bis zum nächsten Mal. Danke und danke für die vielen äußerst wertvollen Informationen. Gern geschehen. Bis bald. Okay. Und wenn wir ein Interview kriegen mit Herrn Haas, werden wir sofort darüber informieren. Danke.